Ah, Chat, hallo. Wie schön, ihr seid jetzt doch da, oder was? Das ist ja Hammer. Ich dachte, das Netz wäre so schlecht, dass ihr nichts mitkriegt. Ja, super, alles frisch. Alles mega frisch. Heute ist Kongstar Gaming Day. Das bedeutet ein Event bei Rocket Beans. Das wiederum bedeutet, Krogis Talent-Taxi fährt wieder los. Präsentiert von den wunderbaren GTÜ. Eine Prüforganisation, so möchte ich es mal sagen. Eine Prüfeinrichtung, bei der man zum Beispiel ein Auto hinfahren könnte, um dort eine Hauptuntersuchung durchzuführen oder eine Abgasuntersuchung oder andere Prüfungen vorzunehmen oder wahrscheinlich auch, um einfach mal einen netten Kaffeeplausch zu halten. Das geht garantiert auch, wenn man dafür zahlt. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass die GTÜ mir diesen Stream hier ermöglicht und wir werden auch bald, und das wird das richtig Geile sein, Leute, da freue ich mich drauf, das wird die Stunde der Wahrheit, wir werden auch bald die HU hier am Auto durchführen. Und jetzt habe ich ja noch einen Motorschaden. Da bin ich auch ganz gespannt, was das bedeuten wird. Das kommt auf jeden Fall alles. So viel dazu. Also GTÜ ist wieder am Start und ich dementsprechend auch. Und heute ist Kongstar Gaming Day und wir holen gleich the one and only Simon Kretschmer, Kretschmansen, schön ab. Der kommt hier ins Auto, der soll uns einen erzählen, was, wie alles so ist, wie es ihm geht, was das Leben so für Überraschungen mit sich bringt. Dann fahren wir zum Millantor-Stadion und dann holen wir Sophia Katz ab. Sophia Katz. Und dann bringen wir die auch zum Millantor-Stadion. Und dann haben wir noch wahrscheinlich 2 Stunden Überbrückung. Da werde ich dann auch einfach mal vielleicht die Kamera mitnehmen, hier das Handy, und im Millantor-Stadion einfach mal rumlaufen und gucken, was da los ist. Und dann, Leute, also um 17 Uhr geht es bei Rocket Beans los. Mein Plan ist, dass wir bis 17 Uhr vielleicht es schaffen zu streamen. Denn ich fahre noch nach Quakenbrück. Ich bin heute gar nicht beim Kongstar Gaming Day. Nur Taxifahrer. Ich bin heute nur ihr Taxifahrer. Und fahre nach Quakenbrück, weil ich werde Schlagzeug spielen. Gegenüber vom Café meines Bruders. Draußen. Auf einer Bühne. In Quakenbrück ist die Hölle los. So sagt man's. So, das ist erstmal Hammer. Hammer, Hammer. Das ist so der Plan bei mir heute und ich hoffe, dass ich das halt sozusagen kombinieren kann, dass die Leute, die hier zugucken, dass ich den auch direkt dort abgeben kann. Ja? Was noch fehlt? Ja, ist heute alles knapp von der Zeit, ne? Social Media fehlt, es gibt kein Posting, alles fehlt. Das ist doch nicht gut. Egal, wir fahren jetzt da erstmal hin. Und dann machen wir einfach im Nachgang Postings, Leute. Dann machen wir im Nachgang Postings, dass das VOD online ist. Das ist auch schön. Das können wir ja auch machen. So, also wir fahren jetzt erstmal hier runter und sind gerade in Hamburg. Wir fahren gerade durch Wandsbek. Und leider ist vor mir anscheinend irgendwas mit dem Straßenverkehr kaputt, da ich etwas länger brauche als angenommen. Normalerweise wäre ich in 5 Minuten da. Das zieht sich jetzt aber noch auf 15 Minuten. Das wird Simon sicherlich nicht super gut gefallen, aber ich hoffe, er holt sich einen Hotdog. Moin, moin! Hallo! Dragon Force Freunde, moin, moin, Dragon Force Freunde. Ach, Slacker, du warst es! Du warst der Dragon Force Dude, ja, ich erinnere mich. Guck mal, ich habe mir eben richtig viel Haut abgefetzt. Er sieht gar nicht so wild aus, aber ist tief. Richtig rausgeschabt, aus Versehen. Beim Tragen. Aber so ist es. So, wir fahren jetzt schön entspannt, ja? Keine Stressigkeiten beim Autofahren. Entspannt sein, gute Zeit genießen. Und ich freue mich wirklich darüber, dass ich diese Taxifahrt machen kann. Also ich habe großen Respekt vor dem Taxigewerbe, von der Taxibranche an sich, weil ich glaube, das Tag ein, Tag aus zu praktizieren, ist etwas, was mir persönlich richtig auf den Keks gehen würde. Und mir ist klar, dass die Motivation dahinter oft natürlich das Geld ist, was ja irgendwie reinkommen muss. Und dementsprechend ist Arbeit erstmal wichtig. Und wenn es dann eben das Taxifahren ist, dann ist das auf jeden Fall ein hartes Los. Und da habe ich großen Respekt vor. Aber das jetzt einfach mal so zu machen, finde ich richtig geil. Weil ich einfach gerne Auto fahre. Das ist einfach so. Kein Stress. Sehr gut. Jo.
Simon ist aber nicht live gerade, oder? Zufällig macht er auch so ein IRL-Shit oder so? Nee, ne? Weil ich kann ihm... Ist eigentlich... Miriam, bist du da? Meine Miriam, bist du vor Ort? Das wäre richtig geil, wenn du da wärst. Aber ich weiß es nicht genau. Falls du was hörst, dann könntest du mich was vermitteln. Tatsächlich. Die Sonne kommt raus. Da muss ich gleich nochmal... Bei Ampeln stelle ich immer kurz... Oder bei Ampeln stehe ich ja, wenn es rot ist. Und da richte ich auch immer meinen Blick auf den Chat. So. Miri! Krüge, bester Mann, so ist es. Miri ist da, geil. Miri, pass auf, hier ist irgendwie sind Verkehrseskapaden. Kannst du Simon schreiben? Es wird ein bisschen später, nicht viel. Und wir treffen uns einfach beim Ohnsorg-Theater. Logo, geil, perfekt. Das tut mir leid, aber wir fahren dann das straight hin. Aber im Verkehr, Leute, wie sagt man so schön? Im Verkehr steckt man nicht drin. Um einfach auch mal was Anzügliches und Doppeldeutiges zu sagen. Für euch, ihr Lieben. Ja? Das ist Hammer. Hammer, das ist mir wichtig. Guck mal, und das Wetter ist wechselhaft. Gestern war auch schon übrigens Probe für den Kongstar Gaming Day. Und da habe ich mitbekommen, dass die Probe gestern in diesem Millantor-Stadion, ich glaube, das ist wirklich draußen übrigens, dass die bis 23 Uhr ging oder so, halb zwölf, halb null, auf jeden Fall arschlang. Und ich glaube, die haben da richtig was aufgetischt und das wird super gut. Flesk ist dabei, Baso ist dabei, St. Pauli E-Sport-Leute sind dabei, Viva Con Aqua macht da irgendwie mit. Kongstar logischerweise, Simon, Nils, Haufen Leute. Ey, wirklich, auch von Rocket Beans sind da irgendwie ein Haufen Leute involviert, die da schon seit Wochen sich da Gedanken zu machen, was da abgeht. Ich selbst habe ganz wenig nur mitbekommen. Ich gucke ja auch kein Rocket Beans, ehrlich gesagt, weil ich arbeite ja schon mit den Leuten zusammen, versteht ihr? Da gucke ich mir das natürlich nicht an. Denn in meiner Freizeit muss ich andere Dinge tun, wie zum Beispiel mir Tiervideos angucken. Ich habe sehr schöne Tiervideos entdeckt, Leute. Otter. Ich möchte euch was vom Otter erzählen. Otter sind ja wohl die süßesten Tiere, die jemals auf diesem Planeten gelebt haben. Wirklich. Otter sind ja wohl die allerbesten Tiere. Ich wusste das nicht. Ihr werdet das alle gewusst haben. Ich wusste das nicht, dass Otter, wenn sie schlafen, dann auf dem Rücken liegen im Wasser und Händchen halten. Das ist ja wohl das Süßeste, was es gibt. Oh mein Gott. Wusstet ihr das? Das ist unbeschreiblich. Er ist ein bisschen ein Otter geworden, aber ich mag ihn. Wusstet ihr das? Ja, hydraulische Pressen, okay. Aber das ist auch ein alter Trend. Für mich waren Otter einfach, das war die Offenbarung der Süßlichkeiten. Ey, das ist wirklich Hammer. Ja, habe ich schon gehört. Habe ich schon gehört. Ja, Hydraulikpressen sind fantastisch. Ey, Dragonlier, hast du Zugang zu meinem Nightbot? Heute ist alles durcheinander. Wer hat Zugang zu meinem Nightbot? Da bräuchte ich nochmal Hilfe. Da müssten wir diesen GTÜ-Timer mal aktivieren. Den habe ich gar nicht aktiviert, merke ich gerade. Mann, Mann, Mann. Oder Claire, ich weiß es doch auch nicht. Ich freue mich auf jeden Fall über alle Menschen, die hier drin sind. Das ist ein verrückter Tag. Ich habe extra meine beste Anzughose angezogen. Habe ich wirklich. Ich habe wirklich eine Anzughose an, weil ich ja später einen Auftritt spiele. Und da sehe ich ja immer schick aus. Da mache ich mich ja immer extra schön, weil meine Mutti ja zuguckt. Und da will man ja gefallen, bevor ich Feuer spucke. Das ist ja klar. Aber in dem Moment muss man halt gefallen. Ich habe auch Schnaps mit dabei übrigens, für später, das ist auch klar. Wie war eure Woche? Meine Woche war, ich gehe sofort auf meine Woche, wenn ich frage, wie war eure Woche, weil mir ist eingefallen, ich kann ja gar nicht den Chat lesen. Deswegen muss ich euch mehr von meiner Woche erzählen. Meine Woche war super cool, aber derbe anstrengend. Eine richtig anstrengende Woche. Wir haben ja Skill Arena gezockt am Donnerstag und das bedarf relativ viel Aufwand, also Vorbereitungszeit, weil es nicht immer so leicht ist, sich für ein Spiel zu entscheiden und dann dieses Spiel auch noch ordentlich vorzubereiten und dann auch in die Kommunikation mit allen Mann zusammen. So, das ist gar nicht so easy.
Aber ich fand die Sendung super unterhaltsam. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann holt das auf jeden Fall nach. Ich werde euch jetzt auch nicht spoilern, wer wie was gewonnen hat. Nur, die Sendung war arschlang und wir kamen an einen so einen Punkt. Wir kamen an einen Punkt in der Sendung und das nehme ich, das diskutiere ich jetzt, weil ich das erzählen muss. Der Nightbot ist an. Perfekt. Das diskutiere ich jetzt kurz mit euch oder erwähne ich euch oder ich sage euch eben meine Gedanken dazu. Denn es gab einen Punkt, da ist die Stimmung also die war mal ganz oben, dann war die Stimmung so neutral und irgendwann ist sie ganz, ganz stark so in den Keller gegangen und war kurz vorm, wir hauen uns alle auf die Schnauze. Wirklich. Und das kann ich nicht so gut haben, beziehungsweise ich finde es okay, sofern das nicht Leuten richtig auf den Kopf schlägt. Also wenn das der, also wenn das quasi, wie soll ich sagen, wenn es real ist, dann mag ich das nicht. Punkt. Versteht ihr? Wenn es real ist, dann mag ich das nicht so gerne. Es sei denn, wir hauen uns dann wirklich aufs Maul und dann gehen wir Bier trinken. Aber das kann ich auch nicht empfehlen. Aber es gab so einen Punkt, da kippte das halt so wirklich extrem. Und da bin ich wirklich froh, dass ich das dann innerhalb der Sendung, auch vor der Kamera, dann noch gut beruhigt hat. Das war aber wirklich das letzte Stück. Um das jetzt zu erklären, was da passiert ist, würde ich euch doch spoilern, deswegen mache ich es nicht. Aber ich kann euch nur sagen, wir sind alle drei sehr unterschiedlich von unseren Gemütern. Und das macht es auch irgendwie aus. Das ist mir auch nochmal aufgefallen, warum ich diese Sendung mit den beiden so cool finde. Weil es einfach, ja, weil wir uns alle so schön, weißt du, wir sind so schön unterschiedlich. Das ist irgendwie cool. Das mag ich richtig gerne. Und ich sage euch, ich glaube, ich habe Gefallen an Tarkov gefunden. Ich glaube, ich möchte Tarkov mal spielen. Ich glaube, das ist ein richtig geiles Spiel, was ich unbedingt mal ausprobieren muss im Stream. Könnt ihr mir auch mal was zu erzählen, ob das Sinn ergibt oder nicht. Das war auf jeden Fall Skill Arena mit, ihr merkt schon, mit so einer kleinen Kerbe, was die Laune anbelangt. Und dann hatten wir gestern noch einen Stream, oder ich einen Stream, nämlich Metal Hellsinger ist jetzt draußen. Das Spiel, dieser rhythmisierte Shooter, wo man im Takt quasi schießen muss. Und je besser man den Takt trifft, desto mehr Damage macht man und man wird im Spiel belohnt, weil man dann auch Multiplikatoren bekommt und so weiter. Und dieses Spiel ist richtig geil. Das ist richtig Hammer. Und ich bin heute aufgewacht und habe sofort ans Spiel gedacht, dachte ich, das muss ich wieder suchten. Das muss ich direkt weiterzocken. Hatte heute aber keine Zeit dafür leider. Aber das möchte ich auch gerne weiterverfolgen. Das ist eine absolute Empfehlung. Zieht euch dieses Spiel rein. War gleich zu sehen, dass du hooked bist. Ist auf jeden Fall ein Spiel, was man keine halbe Stunde spielt, Tarkov. Nee, das muss man schon richtig ernst meinen, ne? Ich bin gespannt, ob das was für mich ist. Aber ich würde ihm zumindest mal eine Chance geben wollen, ehrlich gesagt. Hier ist irgendwie großer Mega-Unfall, keine Ahnung, hier ist alles gesperrt. Ich muss jetzt schon so ein bisschen komisch fahren. Simon, ich bin sofort da, ich bin quasi am Bahnhof, aber irgendwie sagt die Uhr trotzdem, dass es ewig dauert, das verstehe ich nicht. Also Hamburg ist gerade richtig wild, Leute. Richtig wild. Die Action von dir in Tarkov war jedenfalls schon sehr nice. Ja, aber das war ja, also danke. Dankeschön. Dragon Lear. Okay, nee, ich muss mich erstmal bedanken, weil das ist von dir auch ernst gemeint. Und deswegen herzlichen Dank für das Kompliment. Darüber freue ich mich. Muss aber sagen, dass ich glaube, wenn man gegen echte Menschen spielt und nicht gegen die NPCs, dass es natürlich ein ganz anderer Style ist, ne? Also. Und ich frage mich bei solchen Spielen immer, wie sinnvoll ist es, damit anzufangen, wenn es doch schon so lange draußen ist und es da 1 Million Leute gibt, die so krass darin abgehen. Keine Ahnung. Aber ich glaube, das mal im Stream zu zocken, wird auf jeden Fall Bock machen. Metal Hilfsinger auf jeden Fall auch. Und dieses Jagdspiel, ne? Way of the Hunter kann man, glaube ich, auch nochmal spielen. Das macht nämlich auch Bock. Hier ist es oberstürmisch. Ich krieg das nicht mit, aber es ist gerade. Vor 2 Wochen hatten wir es noch oberheiß und jetzt ist hier richtig Herbst. Schon krass.
So, ich bin gleich wieder mit neuen Themen bei euch da, aber ich will jetzt eben Simon einsammeln. Und deswegen fahre ich jetzt erstmal konzentriert. Sehr konzentriert. Konzentrierter als eben auf der Geraden. Weil beim Bahnhof ist auch immer ein Haufen, da ist auch immer so viel los. Aber warum jetzt gerade so viele Menschen sind, verstehe ich auch nicht. Sehr unangenehm hier gerade. Wirklich. Ich mag Menschen, aber hier ist es unangenehm. Wo kann ich hier abbiegen? Da vorne. Hier kann ich abbiegen. Also ihr seid gerade, Entschuldigung, ich kann nicht sprechen. Ihr seid gerade live dabei, wie Simon the Cratch Manson von mir, Michael Krugmann, am Hamburger Bahnhof eingesammelt wird. Und ich bin ganz sicher nur 50 Meter maximal von ihm entfernt, von Simon. Aber hier ist so viel los, hier laufen so viele räudige Menschen rum, dass ich nicht weiß, wie lange ich noch brauche. Wir sind live. The Kretsche. So nämlich. Wo steht der denn auf der Junkie-Wiese? Wo steht der denn auf der Junkie-Wiese? Ne, der steht nicht auf der Junkie-Wiese. Ja, es gibt in Hamburg keine Junkie-Wiese. Wiese. Das gibt's hier nicht. Leute, die ein Drogenproblem haben, stehen in Hamburg direkt am Bahnhof. Da gibt's keinen. Also die sind einfach direkt da. Da gibt's keinen Platz 20 Meter weiter. Du steigst aus dem Zug aus und bist direkt da. Steht ihr? Das ist der Happy Hour Platz, genau. Also da, wo Simon steht. Ja, weil da alle stehen, ganz genau, richtig. Exakt. In anderen Städten wie Bremen oder so, da gibt es dann auch so eine Wiese, wo man die Leute dann so ablegen kann. Da kann man den auch dann direkt einen Katheter legen oder so. Oder intravenös was geben den Menschen. Hier ist alles mit Steinen versehen. Mit sehr reichen Steinen. Günstig impfen. Sich sehr günstig impfen lassen. Genau darum geht es. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir ihn hier finden. Den The Kretsch. Warte, ich fahr mal hier rüber. Ich fahr mal hier rüber und guck mal, ob ich ihn sehe. Sehe ich ihn hier? Sehe ich ihn? Ich sehe ihn nicht, glaube ich. Dann fahre ich. Ich glaube, er hat wahrscheinlich einen anderen Platz im Kopf. Pass auf, ich stehe hier. Pass auf, ich zeige euch mal ein Bild. Simon, Miri, du musst es jetzt beschreiben, wo ich stehe. Ich stehe hier. Da ist das Ohnsorgtheater, ja? Da hinten, in diesem Gebäude. Da ist der Hauptbahnhof. Da hinten. Da ist der Hauptbahnhof, ja? In dem Gebäude. Und mit dem Sprinter kann ich nicht anders parken, als mich hier hinstellen. Und da ist das Theater. Jo. Kannst du also sagen, ich stehe direkt vorm, pass auf, wie heißt das hier? Vom Deutschen Theater. Ich stehe direkt vorm Deutschen Theater. Ist es das Deutsche Theater, Chat? Ist es doch das Deutsche Theater hier, oder nicht? Deutsches Schauspielhaus. Ich stehe direkt vorm Deutschen Schauspielhaus. Exakt davor. Ich stehe vorm Deutschen Schauspielhaus. Besser kann man nicht stehen. Es ist wahr. Besser geht's nicht. Anders kann ich aber auch nicht stehen. Wo sind denn alle Hamburg Edition? Ich hoffe, er findet mich. Er sitzt auf der anderen Seite. Ist informiert.
Okay. Ja, kriegen wir schon hin. Danke, Miri. Ich habe ihn gesehen. Er war da eigentlich sehr richtig. Ich hätte ihn da auch abholen können. Da haben wir nämlich schon mal abgeholt. Aber ich war jetzt verwirrt. Egal. Aber schön, ich freue mich. Ich freue mich, da kommt er. Ich zeige ihn euch, ja? Ich zeige ihn euch. Pass auf, ich zeige euch den Simon. Wollt ihr ihn sehen? Da kommt er. Da kommt er, der Simon. Seht ihr ihn? Da kommt er. Juhu! Da kommt er wieder. Da kommt er wieder. Ich will keine. Seht ihr, wie ich ihn schön inkognito? Wie ein richtiger Baba. So ist es. Da kommt er rüber. Jetzt habt ihr alles gesehen. Jetzt habt ihr alles gesehen, Chat. Jetzt kommt er hier rüber. Jetzt kommt er hier rüber. Oh, wow, 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 wow. Wow. Simon! Soll ich hier rein, ja? Ja, gerne. Grüß dich. Hier ist der Chat schon am Start für dich. Moin, Faust erstmal. Faust. Begrüßungsfaust. Ja, was ein wilde Absprache. Fiasko. Debakel. Ach, whatever. Aber jetzt bist du da. Schön, also, dass es ist kalt geworden, ne? Was es ist einfach fucking kalt geworden. Der Sommer, er ist vorbei. Was ist in den zwei Wochen passiert? Was ist happening? Oder? Ja, wirklich. Also zwei Wochen überhaupt nicht. Es war teilweise in Berlin echt noch richtig warm jetzt ein paar Tage, aber das war's jetzt. Das Thema ist durch. Ab jetzt wirklich durch. Ich glaube ja, es wird nicht mehr besser. So, erstmal so. Millantor-Stadion. Da geht's jetzt hin. Oder willst du noch woanders hin, ey? Oh, McDrive oder nee, um echt zu sein, will ich auch jetzt dahin. Ja, und machen wir, ne? Bisschen. Die sind wahrscheinlich böse, wenn wir zu lange brauchen. Nein, nein, klar, da fahren wir jetzt direkt hin. Erstmal was ist denn den ganzen Tag noch? Ich hole noch Sophia ab nach dir. Also ich fahre zum Millantor-Stadion. Ja, willst du sie vorher abholen? Oder? Nee, ich glaube, ich weiß nicht, musst du nicht früher, ich weiß nicht, ob du früher da sein musst. Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, 13:30 ist so die Zeit. Nee, das schaffen wir nicht. Dann hole ich dich, dann bringe ich dich erstmal hin. Weil ich glaube, Sophia kann ein bisschen später. Es wäre natürlich geiler in einem Rutsch. Ja, das dachte ich. Ja, aber also kann ich dann Sophia auch mal Hallo sagen. Ah ja, das ist auch schön. Das ist auch ich weiß nicht, Miri, Miri, regel du das. Miri, ja, ist doch auch da drin. Genau, Miri, deswegen. Guck du mal. Ich schreib mir einfach, was du willst. Weil ich glaube, schreib mal, wir hatten einen Unfall. Ja, genau. Klein. Nur ein bisschen Blech. Schreib mal, wir hatten ein bisschen Blech. Scheiße, jetzt habe ich es gejinxt. Du weißt genau. Ich frage mich immer, wie du es machst, ohne dass irgendwas passiert. Ja, das frage ich mich auch, Simon. Wie geht's dir denn eigentlich? Eigentlich sehr gut. Ich bin jetzt halt sehr früh aufgestanden. Das ist für mich immer ein absoluter Downer. Mhm, also der fängt der Tag nicht gut an, sage ich mal. Nee, das kann ich verstehen. Aber dann habe ich dich gesehen, ja, mit deinem gewinnenden Lächeln. Und dann war alles wieder ein bisschen heller. Simon, das ist schön. Weißt du was? Du bist die Sonne Hamburg. Ey, aber Alter, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe das bei dir aber auch immer ein gutes Gefühl. Sage ich dir ganz ehrlich. Das meine ich ohne Einschleim. Das brauche ich ja. Das weißt du ja, so bin ich ja nicht. Aber ich freue mich auch immer, wenn wir uns sehen. Das ist immer schön. Deswegen dachte ich auch, ey, wenn Simon Bock hat mitzukommen, geil. Ja. Weil das war ja auch gar nicht so lange klar. Stimmt, ja genau. Ich wurde einfach kurz gefragt. Ich wusste ja gar nicht, dass du hier wieder Taxidienst machst. aber ich freue mich ja auch. Also das wird, ich war jetzt, glaube ich, das dritte Mal schon dabei. Ja. Ich habe sogar meine Jacke, original die Jacke vom letzten Mal noch hier. Ach, die haben so St. Pauli-Jacken ausgegeben. Und die haben gesagt, hier, kommst du. Ah, ja, haben so gesagt, gute, ne? bring heute irgendwie eine warme Jacke mit. Und ich als Veteran, da zeigt man das natürlich auch gerne. Ne? Natürlich. Dass man schon lange dabei ist. Ja, weil du weißt ja ganz genau, die ersten Produkte sind immer gut und dann wird es ja immer schlechter von der Qualität. Genau. Das, also weißt du, wenn du heute im dritten Mal jetzt dabei gibt's gar nicht mehr Jacken. Es gibt gar keine Jacken mehr. Die haben gesagt, bring Jacken mit. Nur noch Westen. Bring ihr und Jacke. Ja, ich habe auch so ein T-Shirt, habe ich auch. Ja, ist die Weste von denen? Nee, von GDÜ. Nee, ne? Die ist richtig geil. Lauf damit mal im Stadtpark rum, ne? Alle Männer so, ja? Ja, ja, klar. So Respekt. Respektvolles Nick. So Respekt. Ah, der Mann hat Ahnung von Motoren. Natürlich. Ja, ich glaube auch, dem zollt man Respekt, auch Handwerker. Wenn ich jemanden sehe, der so einen Handwerkergürtel anhat, Blaumann, Respekt. Man weiß ja nie, wann der vor der Tür steht. Ey, weißt du, wenn der Typ einfach wissen würde, dass ich den ganzen Tag nur Metal Hellsinger gespielt habe, weißt du? Stimmt, das ist jetzt rausgekommen. Ey, spiel das, Simon. Ich muss mir noch ein Key organisieren. Was? Aber dann, ich habe kein Key, aber dann bin ich dabei. Das ist, glaube ich, gar kein Problem. Ich würde das gerne spielen, ich kann es ja nicht. Ich habe es einmal bei der Demo, irgendeine Beta-Demo versucht. Und es ist wirklich kläglich gescheitert. Und ich würde es halt gerne mal lernen. Aber ich glaube, ich habe nicht genug Taktgefühl dafür. Weiß ich nicht. Ich habe auch noch nicht ganz gerafft, wie es funktioniert. Du musst also im Takt schießen Oder treffen.
Oder ist es abschießen? So ein bisschen vage. Du musst im Takt die Maustaste drücken. Pam, 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 in deine Fresse gehen. In die Fresse. Die ganze Zeit. Und auch wenn du dodgst, alles im Takt. Pom, pom, pam, springen, pam, dodgen, dodgen, springen, dodgen, alles springen, im Takt. Springen, nachladen pam, pam, im Takt. Nachladen. Genau. Alter, dann bist du ja wahnsinnig. Exakt. Da kriegst du eine Herzkasper. Ja, und das ist wirklich der Fall gewesen gestern. Da dachte ich auch, Alter, mit dem Nachladen noch im Takt, wow. Und das kommt von jemandem, der regelmäßig drummt. Ja, genau. Aber es ist aber richtig geil. Ich feiere schon. Also kann ich dir empfehlen. Aber du kannst es ja auch... Warte, du musst das so machen. Du spielst das, du baust einen Controller, wo jemand anders steuern kann für dich, aber du machst Schuss und Nachladen und Dashen machst du mit Drums. Alter, das ist geil. Weißt du, du machst, dass wenn du so pam, 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 machst du Ballern. Ja, okay, aber dann bist du der... Spring, dann, aber ein anderer muss ein bisschen steuern. Ja, dann bist du aber der Mensch, der steuert. Dann müsst du das machen. Also wenn es irgendwann ist. Wenn ich das irgendwann geschafft habe, Simon, ja? Also du weißt ja erstmal, es muss dieses... Das wird nie passieren, sind wir ehrlich. Ich muss das ja erstmal vorbereiten. Hast du diesen Typen gesehen, der diesen Shooter mit einer Flöte gespielt hat? Ja, das war geil. Mein, das ist halt so, sowas ist geil, ne? Aber da brauchst du echt jemanden, der was basteln kann. So Nikola. Ja, kann der auch... kann der wirklich auch löten und basteln und programmieren kann er ein bisschen? Aber eigentlich sind es ja nur... Ja, also Leute, hört mal zu. Wenn ich jetzt an meinem Schlagzeug zwei Trigger hätte, einen an der Snare, einen an der Bassdrum, ja? Und diese Trigger, einer wäre wirklich schießen, einer wäre nachladen. Ja, das wäre schon mal was. Das wäre doch eigentlich pam, 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 was. Dann bräuchten wir ein Gerät oder irgendwas, da fehlt mir halt das Know-how, wie diese Information in den Computer geht. Das ist das Ding. Es gibt wohl irgendwelche so Raspberry Pi-Geschichten, wo jemand da was coden kann und dann weißt du, dann wird das einfach so gelötet, digital gelötet, sage ich jetzt mal, und dann geht das. Aber du gibst dir 50 Euro. Ja, ich sag ja, ich gebe auch 50 Euro für jemanden, der das baut. Das sind 50 Euro total, Leute. Ich finde auch das hier mit der Banane und so, also ich hab Bock, das mal mehr zu machen. Alter, du hast hier irgendeine ganz fiese Mücke in der Ja, raus Auto. Mit der. Du warst überhaupt nicht eingeladen. Die war wirklich nicht eingeladen. Wer eingeladen war, ist natürlich hier. Flamingo ist immer dabei. Das ist natürlich. Ja. Ich will ihn nicht anfassen, weil ich nicht weiß, wo er schon war. Nee, er war, sag dir mal, wo, was daneben ist. Schönes Sanftdesinfektionsmittel. Oh, das ist gut. Das, ja, das Gute. Das ist kein Problem. Es ist sogar grün. Ja, ist klar. Ist klar. Miriam, hast du das? Also können wir noch Sophia abholen? Machen wir eine Rutsche? Ja, ich guck mal auf meinen WhatsApp. Sie soll mir einfach schreiben. Ja. Brauchst du mich hier? Ja, das ist geil. Weil gleich ist auch eine rote Ampel. Da könnte ich ein bisschen was gucken. Weil Miriam, sag ich schon. Sophia wird nämlich woanders abgeholt. Aber ist nicht weit weg von hier. Das können wir quasi jetzt. Komm, mach das doch einfach jetzt. Ich entscheide es. Ich glaube, das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Weil so viel länger ist es auch nicht. Und ich brauche nicht viel. Ich brauche nicht viel Schminke. ich habe ja die Zeiten von Gnu. Ich bin ja da, weil Gnu nicht kann, weil sie sie ist krank, ich weiß nicht genau, was sie hat. Ich hoffe nicht Corona oder so, aber auf jeden Fall kann sie nicht. Und für Frauen wird ja immer eine größere Make-up-Zeit eingeplant. Das heißt, ich bin völlig safe. Die gehen dahin, machen diese großen, für Männer haben sie einen so einen großen, so einen riesigen Kopf. Genau, wie so, wenn du stempelst. Und fertig. Ja, ich bin gespannt. Okay, dann holen wir Sophia ab. Also ich weiß nicht warum, Simon, aber wir sollen Sophia beim UKE abholen. Harte Nacht gehabt. dann machen wir das halt. Dann machen wir das halt. Aber das muss hier erstmal richtig dargestellt werden. Dann machen wir es einfach. Ich habe ein schönes Buch für dich übrigens dabei. Wirklich. Ein Buch für mich? Ja, ernsthaft. Und zwar, eine Liebesgeschichte von zwischen einem Dino und einem Menschen. Wenn wir gleich irgendwo eine rote Ampel haben, dann werde ich es dir geben. Das ist wirklich sehr gut. Ich sehe schon. Nee, das versuch schon zu finden. Ist leider hinten. Ja, mach das. Aber es ist wirklich sehr gut. Ist es ein Kinderbuch oder ist es. Nee, das ist ein richtiges Erotikheft. Dino Erotikheft. Dino Erotik. Okay, jetzt hast du mein Interesse. Das ist ein Dino Erotikheft. Jetzt hast du mein Interesse. Ich hatte mal diese. Es gibt dieses Subreddit, Dragons Fucking Cars. Und das besteht nur aus Drachen, die Sex mit Autos haben. Perfekt! Und du wirst überrascht, wie viele von diesen Zeichnungen es gibt. Du wirst überrascht, wie viele Autos klagen. Ja, aber ich denke, das meiste ist consensual oder wie es so heißt. Okay, verstehe. Wer das Auto besitzt, der darf es auch knallen. Warte, ich muss ja eben noch die Adresse eingeben. Deswegen hole ich eben das Buch, dann freust du dich. Hab ich extra mitgemacht. Ich bin gespannt auf dieses seltsame Buch. Aber jetzt werde ich angerufen. Hallöchen, Miriam, hallo. Also ich wusste, dass du mitkommst. Wir haben quasi diese Antwort vorweggenommen.
Aber jetzt muss ich mir ein lustiges Buch über Dinosaurier und und Sex muss ich mir jetzt hier angucken. Oh, nicht am UKE, sondern am Campus Jud. Heißt das so? Wohin? Campus Jud. Campus Jud, Jud. Was muss ich eingeben im Navi, Sophia? Moment, ich mach mal gerade auf laut. Sag's einmal bitte nochmal wo. Also, Sophia ist in der Campus Jud. Das ist eine Straße weiter vom UKE. Und wartet da auf euch. Link ist bei dir im WhatsApp-Nummer. Ist das der Stephansplatz? Das weiß ich nicht. Oder Brandsende, es gibt mehrere. Oder Felddienstkamp. Kannst du mir mal eine Adresse durchgeben? Ja, ich habe dir den Link geschickt bei WhatsApp und Simon auch. Ja, okay, dann gucken wir bei Simon. Weil ich kann gerade nicht, weil mein Handy wird gerade zum Stream benutzt. Okay, dann gucke ich jetzt gleich mal. Bis dann. Die ist nicht im UKE? Die ist nicht am Röntgengerät gerade? Ja, ich weiß auch nicht, was hier los ist mit den Orten, an denen man sich hier abholt. Irgendwas ist hier völlig verbuggt. So, ich habe die Adresse. Die Adresse ist 53.59237.9988618. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Soll ich dir, ja, ich weiß jetzt offen gesagt, willst du mal gucken hier? Ich habe keine Ahnung. Geh mal auf Auto. Oh, immer nur geradeaus, das kriegen wir hin. Guck mal. Eppendorf? TK Maxx Eppendorf oder was? Ist sie. Ja, hier ist nämlich auch Uke, das ist quasi nur um die Ecke so. Was ist denn direkt daneben, dass ich das eingeben kann? Ja, ja. Mo? Naja, das ist schon weiter weg. Das ist der Edik. Wir machen es gerade hier, der DM Drogeriemarkt. DM? Ja. DM in, wo ist denn die Straße? Hier, Eppendorfer Landstraße 108. Okay, da fahren wir hin. Cool. Ja, also ich versuche nur zu helfen. Ich bin immer da am Start. Sag einfach Bescheid. Ja, du kriegst ja auch hier geile Geschenke. Ja, jetzt muss ich mich mal damit befassen. Hot Dinosaur Action, the way you like it. Wet Hot Allosaurus Summer. Ist auch unbenutzt. Das ist doch so ein bisschen vom Wind verweht, oder? Ja, ist auch unbenutzt. Also Wet Hot Allosaurus Summer. She was a country girl looking for excitement. He was an apex predator theropod. Ja, ist geil, oder? Das ist schon sehr gut. Das ist so eine Art von Buch, die würde ich auch gerne geschrieben haben. Ja, ja. Das gehört jetzt dir, ne? Es sind auch große Buchstaben. Das gehört jetzt dir. Ich besorge mir irgendwann noch. Wirklich, ja, wirklich bitte. Mal. Ich nehme das, nehm das echt. Da sind sogar Dino-Liebestipps hin. Ja, ich dachte, das ist ein schönes Geschenk. Also man muss auch mal sich mal was schenken den Leuten. Wenn die Leute mitkommen, dann sollen die mal was kriegen. Das kannst du gut gebrauchen. Ja. Wirklich Tipps, wie du zum Beispiel dich verhalten sollst, wenn du also ein Vierbeiner von hinten, wie man sich da bei so einem großen Dinosaurier, also die haben sogar an die Vierbeiner gedacht. Wie man sich da anstellen muss. Ja, es ist wahrscheinlich nicht so einfach. Da muss man. Nee, du hast ja auch wahrscheinlich als. Also aus Sicht des Menschen oder aus Sicht des Tieres? Welche Sichtweise war das jetzt? Ich glaube, das gilt für alle, wobei das Tier muss ja nur dastehen. Aber hier zum Beispiel der Kleine, der T-Rex Gator, Raptor mit seinen kleinen Fingerchen, der kann ja auch, der kann gar nicht so viel machen damit. Nee, das ist das Hammer. Das ist für sich Hammer. Ich werde es mir durchlesen. Ja, ich bin mir nicht zu schade dafür. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Das ist, ehrlicher Dino-Sex. Ja. Da ist ja mal nichts Verwerfliches dran. Gar nichts, Chat. Nichts, Dino-Style. Dino Liebe klebt. So. Da wird heute Abend einer Spaß mit haben. Ja, ja. Das ist eher in der Zugfahrt. Was hast du die Woche so gemacht, Simon? War es stressig oder? Was haben wir denn für einen Tag? Heute ist der Samstag, ich weiß. Der 17.09. ab 17 Uhr gibt's Kongstar Stream and Play, der Kongstar Gaming Day. Das ist korrekt. Was wollte ich sagen? Ich hatte eine Woche. Wie war die eigentlich? Ich habe gestern zum Beispiel geangelt. Das habe ich gesehen. Das war echt ganz geil. Das sah gut aus. Es ist halt nur Angeln, aber dann habe ich da so online zwei Leute getroffen, die versucht haben, so ein Boot über die Hürden zu bringen, die Entwickler eingebaut haben, damit man nicht die Wasserfälle runterfährt, weil die mögen keinen Spaß, die Entwickler. Nee, und dann haben wir bestimmt eine Stunde lang haben wir versucht, dieses Boot quasi über den Wasserfall zu kriegen und das war dann das wahre Spiel. Okay. Und dann habe ich so es hat geklappt. Okay, und es war wirklich genauso geil, wie du es erwartet hättest. Und dann habe ich Little Orpheus gespielt. Das ist so ein russischer Kosmonaut, der irgendwie mit einem Riesenbohrer ins Innere der Erde kommt. Und da sind Dinosaurier. Da ist wieder das Dinosaurier-Thema. Perfekt. Und dann muss der so wie ein Limbo von links nach rechts laufen.
Und währenddessen erzählt er so seinem KGB-Agenten die Geschichte, der ihm das nicht glaubt. Hat alles so irgendwie... Ist ja auch gut an. Ja, Stanislav Lem ist so ein bisschen so die Richtung. Also so, der erzählt ja auch immer Geschichten, während er irgendwie... Man erwartet, dass er einfach nur irgendwo am Schreibtisch besoffen gesessen hat. Was ja dann als Autor wiederum stimmt, weil die Geschichten sind ja erfunden. Aber ist irgendwie ganz cool. Aber ist das ein langes Spiel? Nee, ne? Nö, das habe ich so 2 Stunden gespielt und dann habe ich mir diese Böhmermann Montana Black vierte Wand Reaction angeguckt. Ah ja, sehr gut. Das war mein Tag gestern. So, und die anderen Tage davor waren natürlich auch viel. Es ist halt immer irgendwas, ne? Der Hund ist immer... Ja, was ist denn mit dem Hund? Geht's dir gut? Bei Rocket Beans immer. Ja. Da war ich ja auch jetzt vor kurzem erst. Dem Hund geht's super. Ja, das ist Hammer. Ich weiß, hast du dich eingelebt mittlerweile? Ja, ich bin Berliner jetzt. Ich war bei Ede eigentlich ganz gerne mal ab, wenn ich dann hier bin. Ja. Und der meinte so, er sieht das ja immer noch so als Urlaub, als würde ich jetzt auch nochmal wiederkommen. Der Ede hasst Berlin. Und ja, ich verstehe es. Ich hatte auch ein bisschen meine Skepsis am Anfang, aber mittlerweile ist es ist halt einfach irgendein Ort, wo du lebst. Ne? Es ist jetzt nicht, weder ist es mega geil, noch ist es irgendwie besonders schlimm. Aber hast du schon Lack und Leder dir gekauft? Nee, aber ich habe mich mal, das Schlimme ist, in bestimmte Läden kommst du ja gar nicht rein, es sei denn, du hast diesen Fetischkörper. Ja, ich weiß. Und das ist total bescheuert, weil ich würde mir das gerne mal angucken, aber ich habe wirklich keinen Bock, eine 300 Euro Lederhose zu kaufen oder so ein scheiß Fischnetz für 120 Euro. Weißt du, wenn die sowas hätten wie so, wenn du im UKE bist, du kriegst so einen Papieranzug, kurz bevor du mir hinten der Arsch frei, passt perfekt, fett, fetisch. Ich mach sogar vorne noch ein kleines Loch rein, ganz klein, und steck den Lörres durch. Aber das kostet mich genau 2,20 Euro. Ja, der Preis ist ein Thema, das stimmt. Es nervt mich. Nicht in der heutigen Wirtschaftslage. So kann ich, das kann ich mir nicht erlauben. Vielleicht kann ich mir nicht erlauben. Ja, dann halt nicht. Aber so. Da haben wir übrigens eine Auftrittsanfrage bekommen. Und wir meine ich hier die Hübschen, Evil Jared und ich, im Sage Club. Und Sage ist wohl die Disco des KitKat Clubs. Also ich kenne mich nicht da aus, aber anscheinend ist donnerstags Rockparty und am Wochenende machen sie da ihre Fetischpartys. Keine Ahnung. Wochenende wird der Kink aus. Ja, genau. Ja, also sag mal, wenn ihr da seid, dann das wollte ich dir sagen. Ich da mal an und lass mich abweisen. Und wenn da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich 3 Stunden in der Schlange, damit dann jemand sagt, nee, heute nicht. Nee, du nicht, tut mir leid. Aber ich bin Fame. Ja, zeig mal deinen... Nee, reicht nicht. Zeig mal deinen Spiel. Zeig mal deinen, was hast du? Sag ich irgendwie 100.000 auf Twitter, sag ich, nächster. Nee, das wollen wir wahrscheinlich im November machen und das wäre richtig geil und dann kommst du natürlich auch, aber dann ist das, glaube ich, ohne Fetisch. Das ist ein bisschen langweilig. Ja, ich bring meinen einfach mit. Ich habe das da drunter. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist trotz allem, kannst du da trotzdem, sage ich mal, ein bisschen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was als Fetisch heute schon gilt. Also für mich ist Lack und Leder. Ja. Das kannst du wahrscheinlich trotzdem anhaben, aber haben dann wahrscheinlich nicht viele. Ich weiß auch noch nicht, also das meine ich jetzt auch ganz ernst, ich glaube, ich müsste es auch erst sehen, um mir da richtig was noch vorzustellen, ob es jetzt geil ist, eher nur so Style oder ob es wirklich irgendwie crazy ist. Weiß ich auch nicht, ich habe gar kein Bild also davon. Ich für meinen Teil würde gerne mal woanders Party machen, wo es nicht nur irgendeine Halle ist, sag ich mal, irgendein dunkler Raum, wo irgendwo schäbig eine Bar ist und dann schäbig noch mal. Ist das Berlin für dich? Nein, das meine ich hier in Hamburg. Ach so. In Hamburg ist alles irgendwie so eine düstere, mit so viele Aufkleber, wie du nur aufkleben kannst. Das stimmt. Und überall noch was draufgesprayt und dann noch drangerotzt. Ja. Und irgendwie, ich will ja nicht gegen Hamburg haten, aber irgendwie hat mich das immer abgeturnt, wenn es so um rausging. Ja, ich verstehe den Punkt. Das war entweder fancy-schmancy so ein bisschen oder halt Club. Oder ganz dreckig. Oder halt ganz dreckig. Und ich, in Berlin gibt es das alles. Ich war auf einer Party, Alter, die war so geil. Da, das Thema war so unter Wasser. Und, ne, ist genau das habe ich gesehen in der Story. Alter, was war das denn bitte? Es war einfach, es war halt natürlich auch nur eine Party, eine Eventparty. Aber es war in Berlin? Ja, war in Berlin auf so einem riesigen Gelände, wo dann aber einfach davor so eine Krabbe rum. Du konntest in diese Krabbe rein und konntest diese Krabbe steuern. Ja, und den ganzen Tag lang sind Leute, und du konntest sogar die Arme bewegen, sind Leute auf dieser Party mit dieser Krabbe rumgefahren. Und jeder hat hier Platz gemacht und so. Und die wurden auch immer besoffener, die Leute in dieser Krabbe. Und dann, apropos Krabbe, nee, das war eine Qualle. Nee, der Oktopus kam irgendwann. Oh, okay. Über die Tanzfläche. Aber riesig, mit einem Kran, riesig. Okay. Mit Föhnen haben die dann die Arme so ausgewedelt. Ey, und das Ganze, allein bis das Ding wirklich stand, halbe Stunde, ne, mit Musik und so. Und dann ging das dann halt noch so 3-4 Stunden weiter und jeder Raum hatte so irgendwie ein Thema und manche Leute waren wie ein Fisch. Ich hatte einen Fischhut auf. Ja, das ist auf jeden Fall geil. Also es gab halt schon echt so ein bisschen auch Cosplay. Und sowas habe ich hier nur nicht gehabt. Ja, das ist auf jeden Fall Hammer. Mir. Ja.
Oh, Johnny, ja, den brauchen wir ja auch, ne? Der muss das ja, den Scheiß ja moderieren. Wir kommen nie an, da kommen immer noch neue Leute. Okay. Okay, ich sag das mal schnell, aber da rufst du den besten, am besten Fall auch selbst mal an. Aber Johnny sollen wir abholen. Ja. Aber die Adresse kann ich natürlich jetzt schlecht dir schon sagen. Aber dann soll er sich mal bei Miri melden. Ne? Wir sagen das gerne auch gleich nochmal. Johnny soll sich bei Miri melden, ja. Ja. Okay, bis dann. Guckt denn Johnny hier zu? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Wie soll man denn Johnny erreichen? Aber vielleicht soll erwarten die, dass unser Chat das Johnny weitergibt. Ich weiß es nicht. Simon, das ist ja wieder komplett absurd. Ich weiß es nicht. Das ist wieder komplett absurd. Aber wir müssen ja auch erstmal jetzt Sophie abholen. Aber das Schöne ist, du kannst natürlich auch nicht von der Hamburger, weiß nicht, Kiezkneipe erwarten, dass die auf einmal den Oktopus auspacken. Dafür haben die ja Drogen. Das ist ja. Und die haben halt einen echten. Gehen dann zum Fischmarkt und dann essen die einfach Oktopusbrötchen. Die machen nicht so einen Scheiß. Du hast halt, glaube ich, mehr Raum. Du hast halt mehr so freistehende, leere Gebäude oder Fabrikgebäude oder Clubs, die irgendwie schon ewig da sind und riesig sind. Ich bin jetzt aber auch niemand, der jetzt permanent Party macht. Aber sowas war dann halt wirklich mal Hammer. Was Besonderes. Ne? Also dieses Eventige in Berlin feiere ich auch. Also das habe ich so noch nicht erlebt, wie du es darstellst, aber so ein bisschen in die Richtung konnte ich schon mal schnuppern und fand es auch ganz geil. Also ich bin wirklich nicht der Clubgänger, aber ich habe echt sogar schon bessere Clubs als das gehabt. Ich war mal mit Lars, waren wir für Desperados in so einem Unterwasserclub. Also das gibt es, ja? Ja, kein Witz. Das ist ein riesen Schwimmbad, was aber mega tief geht. Also da wird auch irgendwie wahrscheinlich in US Navy SEAL Tieftauchen geübt oder so. Aber es ist wirklich, es ist mega tief, unfassbar tief. Ja. Eine der tiefsten Geschichten. Und oben drüber, wo quasi das Wasser anfängt, ist halt der Club. Und dann kannst du aber auch ein Stockwerk runtergehen und dann führt so eine Glasröhre durch dieses Wasser halt. Was? Ja, und jetzt kommt's. Und dann kannst du auch noch, und das haben wir auch gemacht, kannst du halt quasi dich einmal so anziehen lassen mit Atemshit und dann tauchst du unter das Wasser und schaust auf diese Röhre unter Wasser, während die Musik abgeht. Was und dann dancest du da 10 Minuten unter Wasser. Es war das Abgefahrenste, was ich je gesehen habe. Okay, das ist krass. Und das war ein richtig cooler Club, weil dafür zahle ich gerne, weil ich 50 Euro eintritt. Ja, klar. Das mache ich dann einmal im Jahr. Das ist ja wie ein Freizeitpark, ja, klar. Weil das ist wie ein Freizeitpark, genau. Das war einfach echt was unfassbar Besonderes. Ich wusste nicht mal, dass das existiert. Aber ist das special? Also ist das ein Special Interesting? Oder ist das wirklich, steht das auf einer Karte, da ist der Club, der Unterwasserclub, kannst du hingehen? Also ich wette, das kann man googeln und da gibt's, der wird es nicht so viele geben. Also nee, das, vor allen Dingen dieser Röhre ist sehr markant. Ich weiß noch nicht, ich glaube, das war irgendwo in Europa, irgendwo Frankreich oder irgendwas. Das war auf jeden Fall nicht. Das war nicht in Deutschland. Ah, okay. Also das muss ich vielleicht noch dazu sagen. Ja, okay. Aber es war es wert. Also wenn ich mal in diesem Land wäre, würde ich da auch hingehen. Weil das war da stehe ich 3 Stunden an. Wirklich. Ja, natürlich. Dafür auf jeden Fall. In dieser Röhre draußen siehst du die Leute schwimmen. Das war ja auch noch, das habe ich noch vergessen. Okay, ich höre gleich auf. Ich wollte schon mehr. Erzähl mir. Die hatten dann Frauen und Männer engagiert, die wie so Meerjungfrauen verkleidet haben. Also die haben noch mehr gemacht, dass im Wasser was los ist. Und überall waren Lichter. Also es hatte auch so, du hast nicht nur auf ein leeres Becken geguckt. Okay, das ist geil. Also Hammer, wirklich. Ja, aber sowas liebe ich. Also Events liebe ich ja eh. Kannst du dir vorstellen, dass ich da auch das sehr zu schätzen weiß, wenn sich die Leute Gedanken machen und du nicht eben nur diese scheiß Halle hast, die dunkel ist, wo eine schäbige Bar drin ist. Und so war das nämlich übrigens, weil ich da auch beruflich hin musste, von Rocket Beans auch, zu dieser Venus, zu dieser Sexmesse. Ja. Und das ist genau das. Dunkler Raum, alles shady, alles eklig. Und ich habe da echt gedacht, was ist das bitte für eine Party und warum feiert ihr euch so? Also das ist genau das Gegenteil gewesen. Und das ist für mich auch das Negativste, was du für eine Veranstaltung machen kannst, nämlich die gar keine Mühe geben. Das ist einfach scheiße. So. Die sollten es so auf der Venus wie Deichkind machen, dass da so riesen Brüste kommen. Ja, das wäre geil. Da kommt irgendwie Viagra, flüssiges Viagra raus und alle haben Ständer. Und also so stelle ich es mir vor. Weil ja, so habe ich es mir auch vorgestellt. Ja. Aber die Realität ist anders. Die Realität ist, da sind so, weiß nicht, so 60-jährige Männer in ihren Trenchcoats. Genau, du weißt, keiner hat was anderes. Ja, wirklich. Wirklich, richtig schäbig. Und dann, die haben diese großen alten Kameras. Ja, ganz genau, ganz genau. Ey, das sieht man immer in der RTL 2. Genau so ist exklusiv. Das. Da läuft da zufällig irgendwie Michaela Schäfer rum und dann die ganzen Trenchcoat-Boys und dann richtig horny auf einmal. Und das ist das Unangenehmste, ich hab's schon mal irgendwo erzählt, das ist das Unangenehmste gewesen, wo ich jemals war. Und das ist auch der Ort, an dem du mit Abstand am wenigsten Bock auf irgendwas Sexuelles hast, was du dir vorstellen kannst. Also das ist wirklich extrem shady. Ich war noch, also es ist ja so ein,
Das macht man ja sehr gerne, wenn man irgendwelche Shows macht, wo, mhm, wo Beiträge gemacht werden, dass man gerne mal auf die Sexmesse geht. Ja, das haben ja Ede und Nils schon gemacht für Late Nights, das haben ja auch Jürgen Klaas natürlich gemacht. Das macht man halt. Ich selbst habe es irgendwie bisher noch nie gemacht. Ich fand die Idee auch immer lustig, aber es hat sich irgendwie nie ergeben. Obwohl ich glaube, ich hätte da auch eine Menge Spaß. Also ich, zumindest, wenn man da ironisch hingeht und jetzt halt nicht wirklich den krassesten neuen Anal-Dildo sucht für sich selbst. Den krassesten dann, aber. Bitte ja, geht. Aber wenn, dann den krassesten. Ja, aber also sobald die Sexbots realistisch werden, dann können wir mal drüber reden, dann gehe ich da auch mal unironisch hin und informiere mich als einfach wahrscheinlich dann 70-jähriger Mann. Wie war ich hier? Mehrfach geschieden. Single. Aber guter Freund, aber mit den Sexbots kann er. Ja, der kann er. Da habe ich schon zwei. Aber die eine, der hat schon so einen Arm, der geht nicht mehr richtig hoch runter, der ist schon zu oft. Sieht sie uns? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Hier soll sie sein. Ich wusste gar nicht, dass das ein Café ist. Wie fancy ist Campus Street klang jetzt irgendwie so. Ja, so wie fancy. Ding oder so, also zum Lernen. Wie fancy ist Sophia, frage ich mich. Campus. Miri, schreibst du Sophia? Wir sind da. Ja. Wir sind da. Okay, jetzt werde ich langsam horny. Wir müssen das Thema wechseln. Ja, bei Anal haben sie alle. Was ist eigentlich mit so einem Rockalins Buttplug? Kannst du auch als Briefbeschwerde benutzen. Ja, auch die uns scheiße finden. Ja. Also die dann quasi, nenn das Rocket Beat. Weil, ich komme da gerade so drauf, weil der Kumpel hier, der Chris Harms von Lord of Lost, Hamburger Band, die haben das gerade als Merch und der präsentiert immer in seinem Shop als Briefbeschwerer. Das fand ich sehr witzig. Das fand ich sehr witzig, muss der ich sagen. Der Rocket Beans Briefbeschwerer, ja. das kann man schon machen. Den schicke ich allen. Ah. Wo ist denn Sophia? Aber gut, dass wir das Thema jetzt durch haben, bevor sie wirklich kommt. Sonst wäre es unangenehm. Ich weiß nicht, ob wir richtig sind, aber es muss ja doch sein. Hallo. Moin, moin. Schau mal, plugged in. Keine Ahnung, was du meinst. Rülps. Weißt du was, Simon, ich guck mal. Oh, ich werde schon wieder anrufen. Ich bin ja jetzt die. Dann nehme ich noch sofort ganz kurz ein bisschen Desinfektionsmittel. Bei Krugmann. Ja. Moin. Okay. Nö. Genau. So machen wir es. Okay. Bis dann. Tschüss. Du fährst jetzt bestenfalls mit Sophia und mir rüber. Mhm. Und danach müsstest du dann nochmal zum Theater, weil da ist dann Johnny. Ah ja, okay, das ist kein Problem. Aber Sophia fehlt. Ich hatte gehofft, dass Midi auch dazu was sagt. Ja, Schwund ist immer. Schwund ist immer. Ich weiß nicht, was mit. Also sie hat jetzt nichts. Sie hat nichts dazu gesagt. Als wir in den Wald reingegangen sind, war sie noch da. Ich weiß jetzt nicht, was mit. Ist unsere Schuld. Wirklich. Ich weiß nicht, habe ich die auch ihre Nummer hier drin? Ich glaube nämlich nicht. Und mit dem streame ich ja, das geht ja nicht. Hast du Sophias Nummer wahrscheinlich, ne? Ja klar, also Entschuldigung, ich habe ganz vergessen, ich bin ja die Telefonseelsorge von. Entschuldigung. Ich habe ein Problem. Sophia kommt gleich. Wie, die kommt gleich? Also die kommt gleich, Simon. Sophia kommt gleich. Dann brauche ich ja nicht. Dann brauchen wir nichts machen, Miri. Wenn der Chat sagt, dann stell ich das Auto ab. Miri, dann stell ich das Auto ab. So. Das ist gut, das nur. Okay, einfach nur hier so. Einfach mal chillen. Ja, ich hätte gerne noch einen Kaffee. Ja? Soll ich den holen? Nein. Würdest du? Ja klar. Wie? Dann würde ich nein. Mal. Komm, da ist doch aber dann warten wir am Ende alle auf. Ja, dann kann ich mir auch selbst einen holen, oder? Wollen wir uns einen Kaffee holen? Komm. Nee, wir haben ja die Leute hier. Ja, aber ich kann das Handy mitnehmen. Oder? Mein Gott, du bist so interaktiv. Du bist jetzt immer einer von den Leuten, die dann mit dem Handy da so reinkommen. Ja, hier. Hallo. Übrigens, Simon, was sagst du über Buttplugs? Ja. Ein Kaffee bitte! Ein Kaffee bitte. Lass rein. Ja, wenn der ist richtig tief. Ich hatte mal einen, den habe ich nicht mehr rausbekommen. Deckel bitte ohne Deckel wegen Süßstoff. Ich will noch Süßstoff reinmachen. Ja, apropos so. Venus. Ja, sehr gut. Wir brauchen jetzt ein anderes Thema. Schnell. Ja, schnell. Wenn Sophia da ist, brauchen wir ein anderes Thema. Also, mach mal Vorschläge. Ihr seid doch da. Redet doch mal mit. Wobei, ich weiß ganz genau, das finden die Leute schon interessant. Ich habe aber für den Moment der Stille, Simon, habe ich auch was vorbereitet. Der Moment der Stille wird nämlich immer. Ja, gibt es doch bei dir gar nicht. Nee, gibt es ja auch nicht. Aber ich habe so random Fragen hier drin. Aber auch andere. Zum Beispiel, was ist hier? Bei wem waren Sie überrascht, dass die Person sich als Fan ihrer Musik geoutet hat? Ja, bei wem warst du überrascht, dass du mal so einen Fan hattest? Ne, ich habe ja einen Song immerhin gemacht, zwei Songs habe ich gemacht. Ne? Aber da hat sich noch niemand als Totalitär Fan geoutet. Totalitär halt.
Ja, aber ich trinke Bier ist offen gesagt mir lieber. Das ist mein Song. Das ist deutscher. Ja, irgendwie, der ist auch, den habe ich ja, der ist mir ja spontan gekommen. Guck mal, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr philosophische Frage. Ja. Die da. Ah. Würdest du dich in dein altes Leben vor Facebook, Twitter und Instagram zurückversetzen? Jetzt frage ich, wünschen eher, muss ich, oder? Nur auf Facebook, Twitter und Instagram verzichten? Dann auf jeden Fall. Ja, ne? Auf jeden Fall, ja. Sofort. Ohne, aber wenn damit auch alles andere weggeht, ja, das ist, wenn ich danach auch gar keinen Reddit mehr habe oder was finde ich noch gut? YouTube würde ich auch gerne behalten. Twitch ist ja auch super, ja klar. Ja, aber so, wenn ich das behalten könnte, ja. Ja, finde ich auch. Aber was? Alles weg? Nee. Weil dann, das möchte ich, also es war schön, aber ich brauch's nicht für immer. Wobei, ey, dieses Leute anrufen, ja, war schön, aber war auch nervig. Alles daran war, also auch, dass man einfach weniger wusste, okay, irgendwie weniger, sich mehr gelangweilt hat. Man, ja. Leute, jetzt kommt die Frage an Simon Kretschmar und das ist die wirklich wichtige Frage und ich glaube, die wird viel über dein Leben preisgeben, Simon. Und zwar, erst Müsli in die Schale und dann die Milch oder erst Milch und dann, und dann das Müsli? Ich würde sagen, immer erst das Müsli und dann die Milch. Weil oder? Du willst wissen, wie viel Milch du brauchst. Ja, safe. Und ich finde es auch komisch, dann so einen Klumpen da in diese Milch rein. Das machen dann nur Psychopathen, oder? Das ist wirklich, weil du musst es dann so runterdrücken. Ey, Milch und dann das Müsli rein, wer macht denn das? Ja, und macht das jemand von euch? Wenn du diese fluffigen Sachen hast, dann schwimmen die oben und du musst die so irgendwie, du kannst nicht von oben einfach wie Gott alles begießen mit Milch. Nee, also eindeutig erst. Das geht nicht. Ja. Du merkst schon, die Fragen sind toll. Kann noch mehr. Ja, vor allem, die sind so schön so weich gespült. Da ist so nichts über Politik. Nein, gar nicht. So, ich hab, Abtreibung. Ich weiß auch gar nicht. Davon. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie dein Heimatort heißt, aber das Lohaupt, also es gibt Lohaupten und Wächtersbach. Okay, pass zwei auf. Die Frage lautet, mit welchem Song würdest du deine Heimatstadt beschreiben? Ja. Überleg mal. Such direkt die nächste Frage raus. Gibt's da vielleicht ein gutes. Ruhrgebiet passt nicht, ne? Wer so. 20 Leute, 100 Kühe, eine Straße. So. Das war Lohoffen. Eine Straße. Eine Straße nur? Ganz viel Bauern und wirklich wenig Leute. Da weiß man wirklich viel über die Leute, die da wohnen. Ne? Da weiß man alles. Ja, ja, und die auch über einen selbst. Ne? Sieht man, das finde ich schön. Bestes Musikvideo? Die Frage ist auch schwierig. Es gibt keine Musikvideos mehr. Klar, es gibt permanentlich. Ja, es gibt wirklich keine. Aber zur Zeit von MTV und Viva war das eine gute Frage. Ja. Da konntest du sagen, ja, Blue Dabba Di Dabba Dai war Hammer. Ja, ja, es ist auch. Music Instructor war geil. Hier. War schwer zu sagen. Oder hier. Ne? Ich kann einen empfehlen, der macht, finde ich, ganz lustige Musik. Der macht so elektronische, minimalistische Sachen mit so einem lustigen Text. Mhm. Aber der macht halt ganz viel, teilweise auf Instagram und alles. Und das ist ja so der neue Shit, ne? Dass du ständig irgendwas raushaust, so kleine Sachen, Melodien, ein Minute auf TikTok und klar, so. Und ich prophezeie dem auf jeden Fall noch einen riesen Erfolg, weil ich finde den echt sehr lustig. Der heißt Jazz Emo. Jazz Emo. Emu. Merkt ihr das mal? Soll ich denn hier hin? Soll ich nach hinten? Wie du? Das wollte ich gar nicht. Du kannst sehr gerne hier und dann gehe ich nach hinten, weil ich habe eh schon genug gelabert. Guck mal, hier ist so viel Platz. Ja, oder, ja, dann oder komm in die Mitte. So. Ja. Komm in die Mitte, Sophia. Ja, ist doch klar. Also bist du da? Okay. Komm doch. Ich hätte auch getauscht. Hier ist jemand super, weil Sophia. Ich hätte diese fette Tasche. Sophia. 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 Hi. Hallo. Nein, Sophia Katz. Ey, Sophia, die erste Frage. Wie lässt du denn den Feierabend heute ausklingen? Welchen Feierabend, Bro? Das war eine Frage aus dem Fragenglas. Fängt ja erst an. Gute Frage. Ne? Ja. Wann ist denn Feierabend? 10? 11, ja. Wann macht ihr Feierabend, Leute? Das ist die Frage. Schön, dass du da bist. Das ist ja cool, ein Frageglas. Ja, ich habe noch mehr Fragen für dich. Zum Beispiel dir. Aber was habt ihr Witziges heute schon beantwortet? Warte. Nichts Witziges. Nee, gar nichts. Nur ernst. Wir haben viel über die Post geredet. Das kann ich sofort beantworten gerade. Also die Frage lautet? Das Differential. Die Frage lautet, wenn du ein Bestandteil von einem Auto wärst, welches wärst du gerne? Ich weiß nicht, was ein Differential ist. Oh mein Gott, seit ich das weiß, bin ich komplett so, wow. Also angenommen, du hättest wirklich zwei Räder, wie bei so Kinderwagen, an einer Achse und du würdest Kurve fahren, würde das eine Rad ja, es wäre ja voll kompliziert, die beide an einer Achse zu lassen, weil eins muss sich ja schneller drehen, weil das die Außenbahn ist. Ja, stimmt. Das heißt, das Differential gleicht quasi die Länge der Strecke des Außenrades. Also das eine mehr so und das andere dann so. Das war super easy erklärt. Das hast du gut erklärt, ja, ich habe es direkt verstanden. Aber es ist super kompliziert, also nicht super kompliziert, aber super spannend, wie es funktioniert. Guckt euch das mal an, ich habe ein richtig geiles Video. Aber wie haben die das denn dann früher? Gab es schon immer ein Differential oder hatten so die ganz frühen Map? Ganz früher, als sie so 10 km/h, ja, Kutschen glaube ich auch nicht von Anfang an oder wenn dann nur so Anfangsstellen. Ja, aber Kutschen sind ja auch nur so, die haben ja gar nicht gelenkt, ne? Die sind ja einfach gezogen worden. Ja, aber auch komisch.
Ja. Dass es die nicht zerrissen hat irgendwie die ganze Zeit. Ich glaube schon, dass die Menschen ziemlich früh gemerkt haben, dass das so nicht hinhaut mit dieser Außenspur. Und das Ding ist ganz geil, weil die Räder sind mehr, gar nicht... Mehr Pferde. Wir nehmen einfach mehr Pferde. Ja, genau. Das war früher die Antwort auf alles. Wir bauen die Kutsche auf zwei Pferde drauf, dann brauchen wir die Räder nämlich gar nicht. Ich nehme mich mehr kurz für die Sicherheit an. Ja, du kannst auch... Also, ja. Ja, ach komm, ich kann ja, okay. Ja, mach du bist doch sportlich. Ja. Leute wollen dich doch auch sehen, Sophia. Ach, wollt ihr das wirklich? Ja. Ist hier Sonnenbrillen-Policy? Ich habe mir extra eine Sonnenbrille mitgenommen, weil hier immer Sonnenbrillen-Policy ist. Policy haben wir nicht, aber wir haben es ist kein Problem. Wir können ja cool aussehen. Sophia Katz, meine Damen und Herren, sie ist endlich da. Sie ist angeschnallt. Tut mir leid, dass ihr warten müsst. Was hast du hier gemacht? Ich habe eigentlich einfach nur einen Kaffee getrunken, weil ich heute gar nicht in den Tag gekommen bin. Simon wollte auch einen Kaffee eigentlich. Echt? Ja, aber wir kriegen gleich noch einen. Aber wir hatten Angst, dass wir dann zu obszön reden beim Kaffee bestellen. Wirklich? Ja, wirklich. Ja, hätte ich auch Angst. Ja. Was sollen die Leute dann denken, weißt du? Das ist wahr. Wer weiß, was euch für Witze einfallen, wenn ihr Haselnut-Latte seht auf der Speisekarte. Ja, da wird mir einiges zu einfallen. Oder Vanillalatte oder wer weiß, was dann passiert. Deswegen gut, dass ihr nicht reingekommen seid. Ja, auf jeden Fall. Aber bist du jetzt einen Tag drin oder noch nicht? Nee, jetzt komm ich langsam rein. Also jetzt, wo ich euch sehe, fühle ich den Tag auch. Ne? Das hat sie selber auch gesagt. Ja. Und das habe ich bei Simon zurückgegeben auch, tatsächlich. Sofia, mach ich bei dir jetzt auch bevor ich was denn, was ja, das ist schön, dass das da Laune, ist. Achso, ich freue mich wirklich, aber ihr merkt, ich bin noch auf jeden Fall mit meiner Reaktion so ein bisschen hinterher. Verzögert. Ja, gut. Gummiband-Effekt. Aber das ist kein Problem. Du hast ja auch du hast, glaube ich, von allen Leuten heute den krassesten Job, muss man wirklich sagen. Nee, Nils hat für mich den krassesten Job. Ja, Nils und Johnny, ne? Machen die nicht beide Kobot oder macht das? Johnny macht mit mir Cast. Ach so, Johnny macht Casted mit dir. Genau, also wir sind quasi die, wir haben den zweitschwierigsten. Ja, da holen wir alle ab, Sophia. Was passiert da? Also wenn du genau, was ich weiß nämlich auch noch nicht, ich habe nicht reingeguckt. Aber ich weiß nicht, was ich alles erzählen darf, weil Simon ist ja Spieler. Ja, egal. Und, hau raus. Scheißegal, Simon hört eh nichts. Spoiler. Hört eh nichts. Ich mache heute den Spoiler-Mann. Nein, also gib mir mal... Erzähl es doch dem Flamingo. Genau. Flamingo, pass auf. Also, heute ist ein großes Event, die Kongstar Stream and Play, der Gaming Day. Und da sind lauter tolle Menschen wie Simon und andere Streamende. Und die treten gegeneinander an in zwei Teams und müssen da gewinnen und Aufgaben bewältigen. Möglichst schnell, nehme ich an. Sachen durchrennen, durchlösen, wie auch immer. Genau, und Johnny und dankenswerterweise ich, dank euch, darf das casten. Und Nils, der großartige Nils, der moderiert die Nummer. Der hat, deswegen finde ich, Nils hat den schwersten Job, weil du musst ja alle Überleitungen kriegen. Du musst immer, so ich habe ja zumindest Spiele, an denen ich mich langhangeln kann. Ne? Aber Nils muss die nochmal komplett anmoderieren, abmoderieren, Überleitungen machen, Interviews auf den Sofas machen. So. Nils hat für mich heute die größte. Das ist lieb von dir. Ich möchte es anders darstellen. Nils kann das schon lange. Der macht das schon irgendwie seit... Das stimmt, der moderiert das. Der merkt das gar nicht. Der macht das super easy. Und für dich, du bist jetzt... Ich merke gar nicht, dass er Das heißt ja auch, dass er sehr gut ist. Er impliziert das ja auch mit. Also ich will das nicht schmälern, aber ich glaube für ihn vom Stress her, klar ist das Arbeit. Aber wenn du heute, wie viele Spiele musst du casten? Das weiß ich nicht. Ich glaube, du bist ja 3-4 Stunden am Casten, oder nicht? Ja, genau. Und das ist ja für dich eher was Ungewohntes. Und in diesem Vergleich möchte ich doch schon sagen, dass du wirklich doch einen krasseren Job hast, Sophia. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin aber dankbar, dass ich ja Johnny an meiner Seite habe, also Just Johnny. Ja. Eine sehr erfahrene. Also Just Johnny. Also Just Johnny. It's Just Johnny. Okay. Genau. Und zum Glück eine erfahrene Person, sodass man dann nicht ganz so nervös ist, weil man weiß, selbst wenn ich mal strauchle, ist auf jeden Fall jemand an der Seite, der es abgibt. Aber hast du jetzt schon gewonnen? Ja, ne? Ich habe gewonnen. Also hast du... Letzte Woche war, könnt ihr ja gucken, das war ganz witzig, da haben Ede und Nils gegen Sarah und Andreas gespielt. Und Janina und ich mussten wieder casten und es war das helle Chaos. Es war auch so gestaltet, dass es chaotisch wechseln sollte immer. Ja. Und ich habe original mit 50,9%, also quasi mit 51%, habe ich dann am Ende gewonnen. Also es war wirklich ein ganz, 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 ganz knappes Rennen. Hammer. Ja. Aber ist dein sehr Preis spannend. Dann gewesen, dass du noch mehr arbeiten darfst? Im Grunde ja. Das ist ja fantastisch. You're getting a promotion. Zweifel nicht unsere Rocket Beans Methoden. Das ist ja fantastisch. Die funktionieren. Das ist ja fantastisch. Sophia hat gewonnen. Du darfst den ganzen Tag arbeiten. Arbeit. Am Wochenende. Das ist ja großartig. Okay.
jetzt raff ich's erst. Ja, geil. Das ist besonders witzig, weil ich aktuell für GM2 im Schnitt auch bin diese Woche. Ach, wirklich? Ja, das heißt, ich bin die ganze Woche bei euch. Das ist echt schön. Es ist echt schön, wieder mal. Aber bist du nicht im Homeoffice? Also bist du wirklich vor Ort? Ich schneide vor Ort, weil ich gerne den Redakteur dafür in der Nähe haben will, dass man so auf kurzem Wege über Sachen klärt. Mit wem arbeitest du zusammen? Mit Trant? Marc. Mit Marc. Nee, Trant macht seinen Kram alleine, ne? Ja. Ja. Ey, Trant war auf der Gamescom, habe ich das richtig? Er war da, ja. Er war wirklich da. Ja, aber ist das nicht, also das ist doch gar nicht seine Welt, oder eigentlich? Er war bisher jedes Jahr, glaube ich. Wirklich? Dabei. Ja, der musste ja immer die Spiele sich angucken und alles. Dann habe ich den einfach nur nicht erlebt. Ja, der also, saß. Du hast halt gar nichts erlebt. Ich dachte wirklich, dass das meidete immer. Wenn er könnte, würde er dem Film bleiben. Aber du kannst natürlich nicht, ne? Du musst immer für irgendeinen Sendung musst du immer irgendwas machen. Ja, das stimmt. Und er saß halt viel, glaube ich, im Büro. Ey, ich habe mal eine Frage, ja? Gibt es so Frisuren, komplett off-topic von Gamescom, gibt es so Frisuren, unabhängig von dem, was ihr jetzt als Haar habt, was ihr schon immer ausprobieren wolltet? Ha. Weil ich habe gesehen, Malte Zierden hat sich nämlich, dachte sich, Dinge, die man im Leben gehabt haben muss, Dauerwelle. Und hat eigentlich so leicht gewelltes Surferhaar quasi wie bei mir und hat sich Dauerwelle machen lassen. Und ich habe es bei ihm gesehen und ich wollte mir auch schon immer eine Dauerwelle machen lassen und jetzt weiß ich, werde ich wahrscheinlich nicht machen. Man sieht bei dieser Haarstruktur, sieht man danach aus wie Thomas Gottschalk. Ja, aber das wird vielleicht auch wieder hin. Ja, auf jeden Fall. Weiß ich nicht, warum. Aber was würdet ihr mal gerne ausprobieren? Also ich glaube, ich wollte schon immer mal, ich habe es auch nie gemacht, tatsächlich so California bisschen angebleachte Haare ausprobieren, weißt du sowas? Ja, aber so das noch natürlich aus. Ja, das ist das Problem. Wenn du es selber machst, sieht es ja nie natürlich aus. Kann dir jemand empfehlen, das gut machen? Ja, das wollte ich schon immer mal ausprobieren, habe mich dann immer dagegen entschieden. Aber das vielleicht, wenn du mir jetzt gerade sagst, man muss sowas mal gemacht haben. Ja, vor allem bei kurzem Haar, Mann. Das ist bei euch ja nach 2 Monaten halt auch wieder weg, ne? Wenn ich mir so California Bleach auf schlecht mache, habe ich erstmal für 4 Jahre ein fucking Problem. California Bleach auf schlecht. Das ist ja ein sehr gutes Mittel, was man nehmen muss. Was man auf die Zähne sieht. Ja. Ja, für Zähne und Haar. Ja. So, sieh mal, was jetzt bei dir? Und beides wird fleckig, sorry. Ich habe überlegt und ich glaube, ich habe wirklich alle Frisuren, die ich wollte, im Laufe meines Lebens alle schon gehabt. Ich hatte von sehr langen Haaren bis hin zu so wie du, ne? Auch dann werden die bei mir auch so wellig. Ey, du hattest echt so lange ich hatte einen Haare. Zopf und dann graduell, wenn du die so abschneidest, probierst du ja alles mal aus. Ja. Und dann habe ich auch alle Farben ausprobiert, von Rot und Blond Ach, und wirklich? Alles. Ja, ich habe wirklich zu viel Shit schon du gemacht. Du hast Rezo groß gemacht, ey. war original. Also blau hatte ich nie, muss ich sagen. Aber zumindest weiß habe ich immer versucht. Krass. Also war ich original Donny sozusagen. Du darfst bestimmt mal... Das ist sehr gut. Das passt überraschend gut. Ja, wirklich. Du sahst bestimmt mal aus wie ein Bandmitglied von The Offspring, wenn du mal so weiße Haare hast. Nein, kenn ich nicht. Aber also, du kennst auch The Offspring. Ja nicht weiß. Deswegen, zu der Zeit, als ich die noch weiß, genau, ich wollte die weiß haben. Traurig. Heute geht das vielleicht, aber damals wurden sie gelb. Ach, wirklich? Und dann wurden sie so. Das ist gar nicht so eklig. Eklig. Ja, das sah dann auch scheiße aus. Wenn man so einen Rotstich drin hat und das haben viele Leute gerade mit einer dunkleren Haarfarbe. Ja. Dann werden die erstmal gelb Ach und dann musst so. Du die richtig krass bleichen und dann quasi sowas blau-lilanes reinbringen wieder als Farbe, damit es nach weiß aussieht. Okay, das halten die aber eh nicht aus, die Haare, und fallen dann aus. Ja, also die sterben die ab. Ich habe sie auch mal geglättet für ein Jahr. Weil ich halt, ja, ich hatte immer so, die wurden immer so mega wellig. Ja. Ja. Und das hat mich immer genervt, weil das wirklich Locken waren irgendwann. Ja. Das habe ich jetzt gar nicht mehr. Aber damals hatte ich das. Und dann habe ich die wirklich im Afro-Shop glätten lassen, weil die ich halt echt auch auskennen. Und dann waren die einfach flach. So, und dann habe ich die mir so ins Gesicht gehängt. Also ich meine damit, ich habe alles so alles Emos mal auf. Ja, das war wirklich, das war hier der Maguire Spider-Man. Ne? Der Ach, wirklich? Hammer! So der Style. Ach, Simon, das ist ja Hammer. Nur sah nicht so gut aus. Ja, aber wie gesagt, ich habe alles versucht, kurze Haare. Also es gibt alles. Ey, du solltest mal aus deinen Afro hätte ich gerne. Also ich meine nicht, also dass wir heute. Mann, du musst so einen TikTok aus deinen ganzen Hairstyles machen. Ach, habt ihr das bei Sam gesehen? Die hat das ja auf TikTok gemacht, wo man ihre ganzen. Ja, das war auch interessant. Sieht. Das ist so crazy. Aber ich hätte bei Simon gerne so ein Morph-Bild, weißt du, dass ich das von einer Person in die andere, also von einem Zustand in den anderen. Nein, aber so dann fällt doch auf, dass ich, weiß ich nicht. Meinen Tod vortäusche und nehme irgendwie Elvis. Nehme und quasi so, dass ich gar nicht derselbe bin, irgendwie so, das fällt dann auf. Ja, hast du Klon 3B wieder. Ja? Wobei, nach Michael Jackson würde ich sagen, ist jede Art von Transformation ist glaubwürdig.
Ist möglich, diese, ja. Ihr kennt ja diese GIFs, ne? Wo das so transformiert über zwei. Das ist so faszinierend, ja, wenn du Michael Jackson so in diesem Morph-Modus siehst, ja, über 20 Jahre. Das sind wirklich wie fünf verschiedene Menschen. Absolut. Ja. Absolut Wahnsinn. Aber auch Wahnsinn, dass, also ja, rest in peace, so alles gut. Er hat es dann ja irgendwie am Ende auch nicht mehr hingekriegt. Aber dass du das überhaupt so vom Schmerz hinkriegst, also wenn du dich operierst, tut es ja auch weh und für den Körper ist es krass belastend. Ja, aber wie emotional belastend das sein muss, ja, dass exakt, sich darauf einlässt, das meine ich, so eine Schmerzhaft. Es ist ja nicht so, wenn du jetzt irgendwie sagst, ja, Schönheits-OP, okay, easy peasy. Nein, Mann, das ist ja richtig hart. Ja. Das ist, ja, und du hast ja dann, die ganze Zeit hat er ja Probleme mit Nase, also und Rachen und Atmen. Ich glaube, ich wie so ein persönlich, Mops? Wie bitte? Wie so, ja, ne, wie die Möpse, die diese kurzen Schnauzen haben. Es ist ganz weird. Sorry. Oink, oink. Einer muss es bringen. Einer muss es bringen. Ja. Low hanging. Ja. Muss man auch mitnehmen. Ja. Ja klar, damit musst du klarkommen. Das ist aber schwierig. Ich glaube ja, also ich habe die Theorie, die ist eigentlich auch nicht meine, aber ich finde, Pepsi hat ihn eigentlich umgebracht. Weil Pepsi, da ist ihm doch dieser Unfall passiert, dass ihm die Haare abgefackelt sind und die Kopfhaut. Ach, das weißt du gar nicht. Das war in den 80ern. Ende der 80er, glaube ich, war Ende der 80er, hat er bei einem Pepsi-Werbespot so ein Pyrotechnik abbekommen. Und das hat ihn komplett, ab da hatte er Schmerzmittel. Und hatte, ist es nie wieder losgeworden. Und ab da hat auch diese Transformation angefangen mit Perücken. Oh, und wow. Das hat alles damit zu tun, dass seine Haare nicht mehr da waren. An Stellen. Und Narbengewebe und so. Also richtig, ja, ne? Und du denkst so, wow, das wusste ich gar nicht. Haben die da je Schmerzensgeld gezahlt? Du denkst auch so, ey, eigentlich müsste Pepsi heute zu 30% Michael Jackson gehören. Einfach nur als Gerichtsurteil, weil die dem ja quasi seine Karriere auch verändert haben. Ne? Schon krass. Ach, krass. Also das ist nur so meine Theorie. Ihr habt es zuerst gehört. Hier zuerst gehört. Wo ging damals durch die Presse? Dazu? Chat, was sagt ihr dazu? Was sagt der Chat dazu? Das war auch sogar in der Bravo. Das weiß ich noch. Pepsi hat das nicht meine Bravo, wo ich das gelesen habe. Auf dem Klo bei irgendjemandem. Nee, ich glaube, meine Schwestern hatten die. Vorsicht, da ist eine Frau. Oh ja, ja. Aber die musste, aber ich frage mich wirklich, no offense, muss das jetzt so sein? Muss sie jetzt da arbeiten? Die ist Danger Seeker. Also wirklich. Ja, ja, also die stand gerade eben vorgebeugt, aber auch so halb auf der Fahrbahn und ohne Warnweste. Nein, aber auf dem Knöchel war Pflaster, also scheinbar ist es. Ja, ist schon mal passiert. Aber sie muss es halt tun. Aber Pflaster reicht sie. Das heißt, dass mein Papa, der im Ruhestand ist, aber sagt, nö, samstags muss ich immer noch Berliner backen um 7 Uhr morgens. Scheißegal. Egal, ob die verkauft werden. Das ist voll wichtig für die. Ich nehme die noch. Ja, gut. Ich finde das für die Routine, also ich finde die Vorstellung von Rente schon stressig. So, wenn du dein Leben lang gearbeitet hast und dann auf einmal keine Mission hast, wird man auch depressiv. Ich hatte gar keine Sorge, du wirst keine Rente haben. Du musst dich damit nicht befassen. Nee, also ich habe mich damit auch nicht befasst. Ihr beiden, fahre ich geradeaus oder links? Ihr seid besser. Okay. Ich weiß, am Millantor. Ja, ihr wisst, glaube ich, wo es hingeht. Okay. Ja, Sophia wahrscheinlich eher. Also, entschuldige, du findest Rente stressig, die Vorstellung. Nein, diesen Übergang, also ich glaube, dieser Übergang von ich bin busy und gehe jeden Tag 8 Stunden zur Arbeit, also nicht stressig, ich finde es gefährlich, weil die Leute dann quasi ohne Routine und Daily Tasks zurückbleiben. Ich glaube, dann viele verwahrlosen dann bestimmt. Wir haben auch keinen guten Ort in Deutschland für solche Leute. In Amerika wäre das Florida. Das sind die ganzen Ränder, die da abhängen können. In Florida tickt die Uhr nach Kaffee und Kuchen. Ja, wirklich. Und nach wann kann ich mal wieder Alligator schießen? Aber hier haben wir das nicht in Deutschland. Es gibt keine guten. Es gibt, glaube ich, für Ränder nicht so richtig geile Orte. So Ränderparadiese. Gibt es geile Ränderorte? Ja, doch, sowas wie. Ja, Florida. Also sowas wie. Nee, doch, es gibt so Ostseebad Binz oder so. Weißt du, so diese. Ah ja, okay, Ostseebad Binz. Am Wasser. Schwimmbad noch nicht, ne? Nee, aber es ist nicht. Hier? The Bathroom Space hier ist. Hier ist es? Ja, das erste. Nicht das rechte, sondern das linke. Ach, wirklich? Ja. Okay. Also muss ich entscheiden, ob man jetzt 50 Meter schwimmen will oder. Ja, also kraulen, ne? Oder Fußbier. Oder Bierchen. Das heißt jetzt, okay. Ja, Leute, das war sehr kurzweilig. Das war wirklich sehr kurzweilig. Achso, Simon, kannst du noch mal einmal Sophie das Buch zeigen, was ich dir geschenkt habe? Ja, natürlich. Ein Buch? Ja, ich habe Simon ein Buch geschenkt. Er will es mir eigentlich nicht schenken, er wollte es eigentlich allen Leuten zeigen, nehme ich an. Ja. Jetzt hat er es mir geschenkt. Ja. In einem Anfang. Soll ich es dir noch da lassen? Du kannst es ja später mir wieder mitbringen. Ja, okay, dann kann ich das können wir auch so machen. Das kann man bringst mit. She was a country girl looking for excitement. He was an apex predator theropod. Ja, Simon muss es lesen. Das ist doch das Buch für Simon, oder nicht? Aber im Stream lesen. Ja, natürlich. Und ich mal die Bilder zwischendurch. Ja, das ist was für Simon. Safe. Ich leg's dir hin, ne? Ja, okay, danke. Ist dein Buch. So.
Wo müssen wir hin? Hier rein? Stimmt, da? Ja, wir beide, ja. Genau, irgendwo hier durch, rechts da. Durch. Ihr wisst Bescheid. Da, oder? Hier vorne müssen wir. Was machst du jetzt? Jetzt hole ich Johnny ab, wenn ich das richtig verstanden habe, Miri, vom Bahnhof. Und dann fahre ich wieder her. Und dann werde ich aber auch noch einmal kurz reingucken bei euch. Ja. Wo denn? Na, hier in halt. Popo? Wo wir wieder bei Buttplugs wären. Sie hat selber angesprochen. Das schließt sich da. Ja, so schließt sich da ausgelaufen. Ja, okay. Ich bin hier runtergefallen. Ich muss hier kurz mich kurz. Was machst du denn da? Ich wollte meine Schmiede. Vielen Dank, Simon. Das war eine sehr schöne Fahrt. Freude. Macht's gut, Leute. Tschüssi, Faust drauf. So. Fahr vorsichtig. Ja, mache ich auf jeden Fall. Sophia? Soll ich hier zumachen? Ja, oder? Ja, Sophia geht, glaube ich, da lang. Ich versuche das hier gerade alles. Ah! Sophia? Wünsche dir alles Gute, bis später. Bis später. Bis später. So, Leute, jetzt fahren wir den Johnny abholen. Ich hoffe, ich mache alles richtig. Tschüss. Achso, ja, tschüss. Ja, hier ist, sorry. Nein, gar kein Stress. Ich muss eh noch Adresse eingeben. Ich kenne mich doch hier nicht aus. Okay. Ist doch klar. Als ob ich jetzt easy wieder zum Bahnhof kommen könnte. Wir sind doch so komisch gefahren. Orientierung ist meine große Schwäche. Jetzt holen wir den Johnny ab. Also, Miriam, wir holen Johnny, aber... Warte, ich gebe den Standort. Ich gebe den Standort, wo wir hinwollen. Ich denke mal, es wird wieder das Unsorg-Theater sein. Hauptbahnhof. Moment. Directions. Okay, 11 Minuten. 11 Minuten, sagt das Navi. Ich trinke noch einen Schluck. Da, wo du Sophia geholt hast. Da, wo du Sophia geholt hast. Also nicht beim Bahnhof. Sophia habe ich jetzt gerade beim Campus Suite. Bei der Campus Suite abgeholt. Ah, Simon. Alles da. Okay. Dann fahren wir da jetzt hin, Leute. Das ist immer so ein schöner Moment mit den Leuten im Auto. Und ich muss sagen, als Taxifahrer, ich glaube, mich würde es auch traurig machen, wenn dann die Leute wieder gehen. Genauso wie jetzt. Jetzt sind die Leute wieder aus dem Auto raus. Da bin ich ja wieder kurzzeitig traurig. Ich mag es doch lieber mit den Menschen im Gepäck. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Aber jetzt holen wir Just Johnny ab. Ich glaube, Johnny und ich haben noch nie miteinander gesprochen. So im echten Leben. Glaube ich wirklich. Ich glaube, wir haben noch nie gesprochen. Das wird bestimmt. Aber ich glaube nicht, Johnny kann gut quatschen. Das wird bestimmt nicht unangenehm. Ich freue mich darauf. Aber das ist geil. Ihr seid jetzt live dabei bei einer eigentlich Sache, die man, glaube ich, nie machen sollte. Man sollte, glaube ich, niemals mit Leuten, die man nicht kennt, zum allerersten Mal den ersten Kontakt vor der Kamera haben. Ich glaube, das ist, glaube ich, nicht gut. Das könnte ein richtiges Experiment werden. Ich bin gespannt. Spannend, was passiert. Aber wie gesagt, bei ihm mache ich mir keine Sorgen, weil er ja super cool ist und sehr unterhaltsam und Caster. Und als Caster laberst du ja eh die ganze Zeit. Dementsprechend wird er schon damit umgehen können. Aber ich bin trotzdem gespannt. Ich komme hier ganz schlecht nur raus. Ist viel Verkehr. So, jetzt aber. Okay, ab zum Bahnhof. Ah, die Autos machen mich ja alle wahnsinnig. Der hat mich nicht reingelassen. Ich weiß nicht warum. Sehr unfreundlich. Er wollte mich nicht reinlassen, nur dass er vor mir jetzt im Stau steht. Ist egal. Nicht aufregen, Leute. Für alle, die Hamburg kennen. Wir fahren jetzt hier am Millerntor-Stadion rechts ab in die Feldstraße. Da ist dann der Bunker von der Feldstraße, da habe ich studiert. Und dann geht es von dort aus weiter zum Hauptbahnhof. In Hamburg Autofahren ist auch schon grenzwertig, echt. Ach, ich finde es eigentlich ganz geil, mir macht es schon Bock. Aber, ich muss meine Kamera auch mal anschließen, bevor die Batterien hier leer gehen. Ups. Ich habe gerade irgendwas mit Batterien gelesen, da habt ihr vollkommen recht. Oh, jetzt werde ich gleich angehupt. Das mache ich gleich, bevor hier was leer geht. Das will ich nicht. Wir hatten ja schon mehrere Episoden von Krogis Talent Taxi. Die Gamescom-Episode hat mir auch sehr viel Spaß gemacht mit Severin aus Köln. Michael Reinke war dabei. Das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und die Ausgabe davor war eine Electric Callboy. Da wollte ich noch kurz sagen, weil ich die so nice finde.
und sich echt, das war echt so ein kumpeliger Tag. Die haben gestern ihr Album rausgebracht. Die haben gestern Techno veröffentlicht. So heißt die Platte von denen. Und da wollte ich jetzt nochmal auch kurz einen Shoutout rausgeben. Jungs, viel Erfolg. Viel Erfolg mit eurem Album. Ist richtig geil. Just Johnny ist der Caster des Abends heute. Den holen wir ab. Hey Krogi, vielleicht wäre es eine Möglichkeit, eine Karte wo angezeigt, also eine Karte zu zeigen, wo du gerade bist. Ja, das ist eine geile Idee tatsächlich. Ich glaube auch, das geht. Ich glaube, das geht mit diesen Tracking-Uhren. Das kann ich mal versuchen. Probiere ich aus. Ich überlege gerade noch, ob ich das cool finde, aber ich glaube, ich finde es cool. Weil man kann es ja auch wieder ausschalten. Das finde ich gut. Gerne. Probiere ich. Müsste klappen. So, ich hoffe, dass wir einigermaßen gut durchkommen. Guck mal, den kenne ich auch. Geil. Lukas. Unser lieber Lukas von Rocket Beans. Lief da gerade lang. Der war sehr gut angezogen. Achso, wahrscheinlich muss der auch zum... ist ja auch dumm. Warum freue ich mich darüber? Also ich freue mich über Lukas, aber ich war ganz überrascht. Wahrscheinlich muss er ja auch dahin, wo ich die abgeliefert habe. Zum Kongstar Gaming Day. Guck mal, direkt vergessen. Gehirnleistung ist wieder on point bei mir. Ich muss mich dann auch so ein kleines bisschen beeilen schon. Aber ganz ohne Stress. Weil wie gesagt... Ich habe ja heute noch den Auftritt, ihr wisst es gar nicht, sind ja schon viele dazugekommen. Ich habe heute noch einen Schlagzeugauftritt, analog, bei meinen Eltern quasi. Also das Café von meinem Bruder in Quakenbrück steht in der Langstraße in Quakenbrück. Und dort gegenüber steht eine kleine Mini-Bühne. Diese Bühne ist eigentlich ein altes Verkaufszelt. Und da ist heute noch Party angesagt. Freue ich mich richtig drauf. Und da muss ich natürlich pünktlich hin. Und da werde ich dann ein bisschen trommeln für die Familie. So, das ist ganz klar. Da muss man Prioritäten setzen. Dementsprechend bin ich heute einfach nur Chauffeur und mache mich dann straight danach auf den Weg nach Quakenbrück. Ich habe noch 2 Balken Sprit. Das heißt, wir machen es so, ich hole jetzt Johnny ab, dann werde ich Johnny abliefern. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir noch reingehen oder nicht. In die Location oder wir fahren halt direkt weiter und ich würde den Stream beim Tanken beenden. So, oder wie weit wir halt kommen. Vielleicht streame ich auch komplett durch. Schauen wir mal. Aber auf jeden Fall ist das so der Plan. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Simon hatte eine volle Woche, hat er gesagt. Meine Woche war auch voll, habe ich anfangs schon erwähnt. Skill Arena habe ich gesagt, Metal Hellsinger habe ich gesagt. Es waren aber noch andere Dinge. Jetzt muss ich ja selber mal überlegen. Es war noch mehr diese Woche, was irgendwie anstand. Aber was war das denn noch? Ich hatte noch irgendwie ein paar Dinge, die gemacht wurden. Ey Leute, nächste Woche Mittwoch, darüber bin ich auch ganz happy. Und ich hoffe, ihr freut euch mit mir. Da bin ich nämlich ein kleines bisschen stolz drauf, dass ich zum ersten Mal auf die Twitch-Startseite komme. Freue ich mich richtig. Und zwar am Mittwoch, weil ich da trommel. Und da mache ich so einen Stream mit Deezer, mit also dieses Äquivalent dieser Musikstreaming-Plattform Deezer halt. Und das läuft irgendwie über Twitch und da freue ich mich drauf. Das ist für mich richtig toll. Das ist richtig, richtig Ehre. Okay, dann geht es auch ein bisschen weiter. Wie geil. Was ist für etwas Anstand? FAQ läuft bei dir, freut mich, wie geil. Ey, läuft wirklich. Ich beschwere mich wirklich gar nicht, Leute. Also ernsthaft. Dieses läuft bei dir oder wie läuft oder keine Ahnung, das ist ja eh immer eine schwierige Frage. Ich habe gelernt, ey, ist alles gut. Ich bin einfach dankbar. Das ist ein super prädestinierter Job hier, ne? Ich fahre gerade Auto, sind über 1000 Leute gerade hier dabei, die sich das angucken, wie wir Auto fahren und ich Leute abhole für Rocket Beans. Ganz ehrlich, ey, ich bin jeden Tag dankbar, das machen zu dürfen. Das ist einfach nur Hammer. Das ist einfach nur schön und es sind coole Sachen. Was soll ich sagen? Also, wenn ihr mir so kommt mit läuft bei dir, was auch immer, dann muss ich sagen, ja, läuft aber schon immer, weil ich die ganze Zeit happy bin, weil es einfach geil ist. So, und ich einfach Dinge mache, auf die ich Bock habe. So,
So gut es halt geht. Und genau das ist das Prädestinierte nämlich. Weil dieses Dinge tun, auf die man nur Bock hat, geht halt nicht immer. Weil dann ja auch andere Sachen im Leben mitspielen. Aber gerade funktioniert es ganz gut und darüber bin ich sehr dankbar. Jetzt musste ich hart abbremsen. Ich kann leider eure Reaktion gerade nicht lesen, Leute. Es tut mir leid. Aber es tut mir auch nicht so sehr leid, weil ich ja Auto fahre und dann geht es halt nicht. Aber ich würde sie gern lesen. Aus Reaktionsgründen. Wir sind in 5 Minuten da, Miri. 5 Minuten sind wir bei Just Johnny am Platz. Kriegt er einfach mal ein Taxi reingedrückt. Aber Miri, sag dem bitte, dass wir live sind. Ich weiß nicht, weiß der das? Weiß der, dass eine Kamera läuft? Nicht, dass der denkt, er ist einfach so ein Fahrdienst jetzt, dass er sich auf Chillen einstellt. Das ist einfach purer Stress, hier mit mir zu fahren. Das musst du wissen. Also, ich habe ein bisschen Sorge jetzt gerade. Fällt mir gerade mal so ein. Das ist hier keine Sonntagsfahrt. Johnny ist im Chat. Mach mal Johnny zum VIP hier. Mach Johnny mal zum VIP. Was soll das? Johnny, Alter. Du musst hier VIP. Ich mach dich gleich sofort VIP. Ey. Just Johnny muss VIP werden. Wer kann nur ich das? Ich kann während der Fahrt das nicht machen. Wie geil ist das? Okay, dann weißt du ja, worauf du dich einlässt, Johnny. Hammer. Hammer geil. Das wird unser soziales Experiment jetzt. Wir treffen zum ersten Mal im echten Leben aufeinander. Vor der Kamera. Das wird schön. Ich habe mir schon Fragen überlegt. Hammermäßig. Ja, umso besser. Dann ist ja alles easy. Dann ist alles umso besser. Okay, ich bin gerade, nur dass du das mal einordnen kannst, ich bin 1 Kilometer entfernt, ich bin an der Außenalster schon, also zwischen Binnen- und Außenalster, diese Brücke, da bin ich schon mal. Ich dürfte nicht mehr allzu lange brauchen. Die Frage ist, pass auf, ich fahre direkt an die Ecke vom Ohnsorgtor. Also Miriam, Johnny, ich werde woanders stehen wahrscheinlich, als ich Simon abgeholt habe. Weil das, glaube ich, von dieser Seite nicht anders geht. Aber das kriegen wir hin. Zur Not musst du einmal noch, weiß nicht, 50 Meter gehen oder so. Schaffen wir. Bist du VIP? Hat's geklappt? Alter, geil. Geil. Super gut. Schaff ich. Tipptopp. Nicht ein Lacher über meinen hervorragenden Gag? Schweres Publikum. Was für ein Gag war's? Hier wurde nicht gelacht. Finde ich auch schade, muss ich sagen. So. Ich bin jetzt direkt auf der Brücke. Ich weiß nicht, wie die heißt. Das ist nicht die Kennedy-Brücke, aber die Brücke daneben. Rechts von mir ist die wunderbare Innenalster, die sehr schön ist tatsächlich. Mit einem sehr pompösen, trubelhaften Apple-Gebäude. Da ist immer was los. Die haben auch gerade ein neues Handy rausgebracht, glaube ich. Ne? Ist das so? Wahrscheinlich gibt es da schon eine gute Messerschießerei gerade davor. Ja, und jetzt muss ich hier einmal rechts. Jetzt muss ich mich wieder konzentrieren, Leute. Jetzt ist es wieder schwierig. Ich glaube, ich muss hier lang. Sonst bin ich im Tunnel. Das will ich auch nicht. Ja, weil hier ist es tatsächlich für mich als Autofahrer nicht immer ganz so klar, wie ich mich positionieren muss. Obwohl ich jetzt tatsächlich schon 11 Jahre in Hamburg lebe, habe ich hier jedes Mal ein kleines Problem. Aber jetzt stehe ich, glaube ich. Temperatur im Auto 20 Grad. Ich hoffe, das ist angenehm. Ich bin gespannt, ob Johnny was gegessen hat. Das musst du mir gleich mal erzählen. Das ist eigentlich die wichtigste Frage auf Reisen. Hast du schon was gegessen oder freust du dich tierisch aufs Catering gleich? Das sind auch die Fragen, die der Chat unbedingt geklärt haben will. Gab's schon was? Ich bin nämlich gerade ein bisschen hungrig, sage ich dir ganz ehrlich. Was für ein Auto fährt er? Du, ich fahre. Ach so, das musst du wissen. Johnny, ich fahre einen riesengroßen Mercedes Sprinter in schwarz. Kein Witz. Ich fahre einen schwarzen Transporter und auf der einen Seite ist ein riesen Totenkopf drauf. Ich fahre einen riesengroßen schwarzen Sprinter. Den größten und längsten. Wirklich.
gucken wir mal. Ich fahre jetzt schon mal hier zum Ohnsorg-Theater. So, ich fahre jetzt über die Gleise, fahre jetzt hier. Ich glaube, du bist gerade beim Deutschen Schauspielhaus, ne? Johnny? Wahrscheinlich, weil da habe ich Simon abgeholt. Ich fahre jetzt ein kleines bisschen anders. Und zwar quasi gegenüber vom Deutschen Schauspielhaus, wieder zurück auf die Seite des Bahnhofgeländes. Des Bahnhofes meine ich. Da ist das Ohnsorg-Theater. Und ich guck mal, ob ich dich sehen kann. Ich bin quasi jetzt direkt am. Was ist denn der Johnny? Schwarzer Sprinter fährt jetzt mal ganz unangenehm hier am Taxistand lang. Sehr unangenehm, wie ich hier fahre. Ich halte schon mal Ausschau. Also ich stehe jetzt gegenüber vom Schauspielhaus. Also ich stehe, pass auf, wie soll ich es dir am besten erklären? Gib mir am besten mal bei dir das Ohnsorg-Theater ein, im Navi. Denn da stehe ich direkt. Und das ist gegenüber vom Deutschen Schauspielhaus. Also wenn du aus dem Bahnhofsgebäude hinten rausgehst, dann einfach nach links. Da stehe ich. Ich sehe dich, warte mal, ich sehe dich. Johnny, ich hole dich. Geil. Das ist übelgeil. Ja, Ich hab noch so eine Idee. Ja, okay, der zieht hier. Komm erst mal rein. Leute, Johnny ist da. Hi, hi. Na? So kann man dich Mensch, sehen. Endlich. Twitch-Chat auf der anderen Seite. Ich hab's geschafft. Ja, Hammer, ey, aber geil. Und ja, schön, dass du das auch angeguckt hast. Und das ist jetzt auch noch so. Seit Simon eingestiegen ist, weißt du, Jungs, ich bin auch da. Hol mich ab. Hat dir denn keiner Bescheid gegeben? Doch, aber bei uns sind irgendwie alle wegen Corona tot. Das heißt, Mira hat, glaube ich, eine Mail geschrieben. Und ich habe halt heute im Zug so. Oh. Ja, übrigens, ich bin in einer halben Stunde am Hamburger Hauptbahnhof. Let's go. Ja, cool, dass es noch. Aber dann dachte ich, ich crash einfach deinen Stream. Nee, super. Und der Chit-Chat war, ey, übel hilfreich. Voll die Legende. Die haben die ganze Zeit einfach gespammt. Weil der ist schon im Modus, ey. Johnny ist schon im Modus. Übel schön. Das ist einfach. Was soll ich da sagen? Von vorne. In Hamburg kenne ich mich zwar aus, mit dem Auto ist aber immer schwierig. Ja, ist verloren. Also ganz ehrlich, wenn ich in Berlin. Ich wohne jetzt. Also du, ich habe eben gehört, 11 Jahre Hamburg. Ja. Ich wohne 8 Jahre in Berlin. Ja. Von meinem Zuhause zur Arbeit. Navi ist schon an, so, ne? Oder? Ja, genau. Und es ist ja auch immer was. Deswegen du fährst ja jeden Tag eine andere Strecke. Es ist immer was los, ganz genau. So, wie geht's dir erstmal? Ja, mir geht's gut. Ja? Ja, bist du entspannt? Ja, also ich, also sind schon wilde Zeiten, so, ne? Diese Post-Gamescom-Zeit. Oh ja, ich weiß, was du meinst. Oder die ganzen Events im September. Also ich war jetzt irgendwie vor 4 Tagen in Köln. Dann vorgestern wieder nach Berlin, jetzt Hamburg. Hm. Aber das sind doch nur schöne Städte. Aber hast du dich auch, also wenn du das gerade so ansprichst, und jetzt schon fast ein bisschen deep, aber Gamescom ist ja so eine Phase, wo man unheimlich viel Energie da lässt. Ja, ja, ja. Und danach schafft man es eigentlich nicht, so ich zumindest nicht, dieses Loch an Energie wieder aufzufüllen, ja, oder? Ja, ja, ja. Das ist ein bisschen das Problem. Also das ist, glaube ich, auch die große Challenge. Also ich habe jetzt auf der Hinfahrt nach Hamburg im Zug habe ich quasi die ganze Zeit nur damit verbracht zu planen, wie viele Tage im Oktober ich realistisch quasi gar nichts machen kann. Weil ich mir einfach denke, so, ich brauche diesen Ausblick, ey, ab Oktober überlebe ich. Ja, ich sitze übrigens in einem schwarzen Sprinter und die Türen wurden gerade von innen verriegelt. Ja, und du sitzt auf Leopardenfell im das habe ich aber im Stream schon gesehen. Ich dachte, das wäre CGI, aber es ist realistisch. Das ist einfach real. Wir streamen gerade nur mit dem Handy. Ich hoffe, das kriegt ihr alles noch so ganz gut mit, Leute. Du hast hier eine krasse Technik. Oh, jetzt ist aber krass weniger Technik. Ja, ja, ich habe eigentlich hier richtig gut was aufzubauen. Aber
Ich hatte die Idee, dass ich heute dich oder eben Simon, wie auch immer, noch mal kurz begleite, wenn ihr reingeht. Weißt du? Und dann genau, und da habe ich gedacht, dann kannst du es nur mit dem Handy machen. Sonst das sind einfach 1300 Zuschauer, ne? Ja, ich verstehe es auch nicht. Das ist übel krass. Das ist wirklich übel krass. Und ich verstehe es auch nicht genau. Okay, das ist richtig beeindruckend. Hast du das gesehen? Ja. Aber nee, aber der Blick war echt drauf. Was ist denn das? Aber ich glaube, sie hatte auch wirklich Angst, dass sie hier rein muss. So, ne? Also das ist nee, aber, sie war beeindruckt, hat aber auch sich darüber lustig gemacht. Ja. Guck mal, das ist so ein Eins. Das ist schwarz, so, aber hässlich. Das ist so, wie wenn du in Berlin der Fashion gingst und die Leute gucken dich so an. So, ja, so war das. Mhm. Ja, ja. Ey, Johnny, du hast so geil abgeliefert hier mit dem Stream mit Sophia und Janina. Das ja, war so, geil, ne? Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, ich fand das geil, dass, dass du zugeschaltet warst und es trotzdem so gut funktioniert hat. Ja, ich war auch überrascht. Aber das ging, glaube ich, auch nur, weil ich quasi, also ich glaube, das war sehr smart von der Regie gemacht, weil ich war quasi basically die ganze Zeit hinter denen auf dem Bildschirm. Ja, das war halt geil. Und es wäre so, als würde ich weiter am Tisch sitzen. So. Deswegen wussten die immer so, ey, er ist da. Und wenn ich reden will, haben sie es, glaube ich, auch so ein bisschen gesehen. Also war schon echt eine coole Lösung. Weil ich dachte auch, also ein bisschen schwieriger. Wir haben ja noch nicht so zusammen irgendwas gemacht, gearbeitet. Nee, noch gar nicht. Deswegen sage ich dir mal was. Aber das ist auch ganz schön, weil ich habe so ein bisschen jetzt die Narrenfreiheit. Ja. Und ich kann dir sagen, und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen unangenehm, aber du kannst wahrscheinlich mit Lob und Kritik gut umgehen. Es gibt nämlich nur Lob. Und zwar, Leute sagen über dich bei Arbeit, und ich sag dir jetzt nicht die genauen Namen, aber es sind viele Leute, Johnny ist ein fucking Profi, mit dem macht das immer richtig Bock. Ohne Scheiß. Das sagen die, ich weiß nicht, ob die es so sagen, aber das ist so, das ist das, was ich immer von dir höre, und das finde ich richtig geil. Ja, das freut mich sehr. Ohne Scheiß. Also das ist ja auch... Das sagen die einfach. Alle. Nee, das freut mich auch mega. Aber es ist ja tatsächlich auch witzigerweise, also traurigerweise müsste man fast sagen, irgendwie habe ich es ja geschafft, nicht so oft mit euch allen zusammenzuarbeiten quasi, obwohl man ja jahrelang, zum Beispiel auch Gamevasion, ich glaube, ich habe einmal Hamburg vs. Spandau gespielt oder so, aber das wären ja so voll die Synergy-Moments gewesen, eigentlich, wo man ja mit Hamburg so übel connecten kann, was auch irgendwie schade ist, aber man wird ja, ne, wir haben ja noch viele Jahre vor uns. Ich kann dir nicht genau sagen, woran das lag, ich also, dass man auch, ich meine, ich kann dir schon sagen, woran das lag. Ich habe nämlich 6 Jahre lang nur League of Legends geatmet, gegessen, okay, inhaliert, ausgestoßen und trotzdem wieder gegessen. Das ist vielleicht der Punkt jetzt gerade, wo du auch, ich weiß nicht, die meisten werden dich kennen, aber es gibt vielleicht 5, 4, 3, 2 Leute, die nicht wissen, wer ist Just Johnny eigentlich? Ey, erzähl mal ein, weil mich interessiert das eigentlich auch, wenn du sagst, du kommst ursprünglich aus dieser League of Legends Ecke. Ja, oder eben. Also ich habe quasi, also way back, habe ich quasi vor 10 Jahren bin ich Vize-Deutscher Meister in League geworden. Ach krass. Von meinem Vater Stern. Okay. Das war quasi so der Ursprung. Dann vor 8 Jahren bin ich quasi in die, habe ich gesehen, dass es so einen deutschen Broadcast gibt zu League of Legends, und ich dachte mir, boah, komm, ich schreibe dir einfach mal, ob ich nach Berlin fahren kann, so, und mal bei denen in der Analyse sitzen kann. Im selben Moment haben die gerade so einen kleinen Shitstorm gehabt, weil die nicht so viel Expertise hatten und die Leute mehr Knowledge haben wollten. Mhm. Dann haben die gesagt, boah, komm, dann laden wir diesen Typen ein, der würde ja auch kein Geld verlangen, den laden wir einfach an, dass er da ist. Dann war ich aber wie so Herpes, also ganz schwer wegzukriegen. Dann habe ich da sofort festgebissen. Bin da vor 7 Jahren nach Berlin gezogen. Geil. Ich habe quasi angefangen als, ja, Analysegast für League of Legends, war dann Co-Caster, war dann Caster und habe dann 2020 war ich noch Host von der Prime League. Das war so mein Baby, diese geil deutsche Szene. Das war so, weil aber noch viele deutsche Spieler da waren, die ich echt geliebt habe und unbedingt wollte, dass es weitergeht. Klar. Aber seit 2021 bin ich quasi Fulltime-Influencer. Ich würde sagen, sehr viel gesünder und ja? mehr Freizeit. Okay, cool. So. Also, ne, Influencer, don't get me wrong, ist jetzt auch kein super easy Job, aber viel weniger Verantwortung, viel weniger feste Meetings. Und ich gehe darin sehr auf und es macht mich sehr glücklich. Und in diesem Jahr habe ich TFT für mich entdeckt. Also, ich habe League tatsächlich dieses Jahr auch gequittet. Also, okay, ich habe quasi in diesem Jahr, glaube ich, 10 League Games gemacht oder so. Da finde ich aber auch einen Schritt, oder? Ultra, ich hatte auch übel Schiss, dass ich arbeitslos bin. Soll ich das sagen? Ja, das verstehe ich. Und das ist so absurd, ne? Weil, also ich kenne nicht, das sagen Leute auch zu mir. Das will ich jetzt dir auch sagen. Man sieht ja, was du drauf hast und was du machst und wie du brennst für Dinge. Ja. Und dann selber aber so eine ganz andere Wahrnehmung zu haben. Schon so. Und zu denken so, Alter, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ja. Das ist doch komplett bescheuert, ne? Ja, es ist halt diese, also es war halt schon irgendwie krass so, weil ich halt einfach innerhalb von so 6 Monaten so von Gesicht der deutschen Szene und in den League-Team into, ey, Streamer wird kein League mehr. Mhm. Lass mal was anderes zocken gegangen bin. Aber ich hatte auch, und da muss ich auch einen Shoutout zu Maxim geben, ne?
die alte Legende sitzt ja gerade mit seinem dritten Kind, ja, ganz frisch quasi irgendwo. Glückwunsch nochmal, ja, übrigens. Glückwunsch an übrigens dieser Stelle. Ja, und ich wusste halt, dass er mir ein bisschen Rückenfreiheit, weil er quasi ist ja so groß auf Twitch. Ja. Und er hat quasi gesagt, Bro, wenn du das Game wechselst, ich rate dich jeden scheiß Tag, bis du wieder Zuschauer hast. Und ich war so, okay, also musst du wirklich nicht machen, aber to be fair, die Option zu haben, war sehr geil. Natürlich. Aber es kam auch viel besser, als ich dachte. Also es hat sich dann doch herauskristallisiert, dass zumindest ein, also oder auch ein nicht kleiner Teil der Leute dann doch zugesehen haben, weil sie mich auch ganz sympathisch fanden. Und nicht, wie ich befürchtet hatte, nur weil sie League of Legends süchtig sind wie ich. Bist du noch süchtig? Nee, jetzt nicht mehr. Aber boah, also ich habe jetzt zum Beispiel wieder, boah, ich war jetzt, wo war ich denn? Equal Esports Festival jetzt in Köln, und da habe ich quasi mit all den alten Leuten geredet, die halt immer noch jeden Tag zocken. Ja. Und das klingt so geil so. Ne? Und dann spielst du eine Runde Solo-Queue und willst aus dem Fenster springen. Also ich, ist hart. Ich feiere das so, wie du das. Also erstmal, ich habe die Knowledge nicht. Deswegen fällt mir auch auf, dass ich diese ganzen Fachbegriffe nicht kenne und nicht habe. Aber es ist so geil, wenn du castest. Ich liebe das. Ja, oder auch Maxim. Auch, das ist einfach geil. Wenn ihr einfach in meiner Welt irgendeinen Bullshit erzählt, ja, und ich immer denke, okay, die rasten aber völlig aus. Das ist, da brennt man einfach mit. Und ich glaube, das ist der Punkt. Du kannst halt nur sowas machen, wenn du dieses Wissen auch mitbringst, ne? Ja, so, sonst, for sure. Sonst kannst du was erzählen, aber du wirst wahrscheinlich nicht diese Begeisterung in Leuten auslösen können. Das ist ja auch immer so das, was am Ende ja auch so viel Spaß gemacht hat quasi, dass man halt irgendwie dann doch mitmerkt, dass man Leuten, die vielleicht das Hobby gerade in den Anfangszügen sind oder so, dass die quasi diese Begeisterung spüren und sie halt auch übernehmen. Und das ist extrem geil. Aber ich muss auch sagen, ich habe zum Beispiel, ich habe League ja jetzt 12 Jahre lang jeden Tag 5 bis 8 Stunden gespielt. So, ne? Und danach mal wieder ein anderes Game zu zocken, fühlt sich halt krass an. Also ich habe es eben, ich habe eure Gespräche ein bisschen mitgehört. So, ja. Ne? Also keine Ahnung, ich habe zum Beispiel jetzt, also ich gucke gar keinen Rennsport. Ja. Aber ich habe jetzt in den letzten 12 Tagen 35 Stunden in Formel 1 Manager gebracht. Geil! Einfach weil es halt, also ich finde diesen Kreis rumfahren, ob das Sport, I don't know, so, ne? Aber das Manager-Game, ist so geil! Welches Team managst du? Ich habe Haas genommen, weil ich dachte, Alter, du bist ja ein Ehrenmann! Ja, natürlich. Alter! Ja. Und es war auch richtig schön. Ich muss Leute, er hat Haas genommen! Der Beste! Ja, ich muss aber leider mitteilen, dass ich vor ungefähr, ja, also ich bin, okay, da kann ich auch sagen, also aktuell bin ich ein bisschen Formel 1 Manager süchtig. Ja. Ich habe aber aktuell nicht so viel Freizeit, ne? Weil halt viele Events. Das heißt, ich bin heute Morgen 1,5 Stunden früher aufgestanden, damit ich quasi meine Saisonöffnungsrennen noch fahren kann. Das ist ja nur geil. Günther, ruf an! War sehr cool. Aber lief auch echt gut. Läuft gut bei Haas gerade, sagst du bei dir. Ja, also in deinem ich Haas. bin Fünfter in der Konstruktionswertung. Ja, okay, ist Hammer. Ja, das war fantastisch. Also da, oder? Für Haas? Ja, klar. Ja. Und ich habe jetzt diesen, boah, ich kenne ja die ganzen Namen nicht so gut. Der Ersatzfahrer von Ferrari, Piastri oder so. Piastri. Keine Ahnung, ja. Super Talent, ne? Den habe ich geholt, da geht's aufwärts. Ja, aber es ist echt, also, und ich habe halt diese Faszination für andere Games zu haben, die fiel mir früher schwerer, weil wenn du quasi in ein Team spielst und so, und ich habe ja immer noch, also jetzt nicht auf dem höchsten Level, aber immer noch so auf einem annehmbaren Level Competitive gespielt, das heißt, es war quasi so ein bisschen, wenn du ein anderes Game spielst, hast du immer ein schlechtes Gewissen. Mhm. Weil du denkst, du könntest in der Zeit ja auch den neuen Champ üben. Okay, das ist aber krass. Ja, okay. Und das ist auch ungesund. Ne? Ja, das ist super, das meine ich mit krass, super ungesund, ja, glaube ich. Ja, 100%. Und dann hast du ja noch die Steigerung als Streamer, wenn du Offstream spielst. Ja. Boah, das ist ja, der ist ja verloren. Ja, so, klar. Und wenn du dann ein Nicht-League-Game Offstream spielst, also war ein Desaster, so, ne? Also oh, du kommst das Spiel quasi gar nicht mögen. Und jetzt ist es halt so, also vor meinem Manager habe ich noch nicht viel gestreamt, aber ich habe den Spaß meines Lebens. Ey, Johnny, aber dann so ist ja auch klar, was du sagst mit, ey, ich mache jetzt mal einen Influencer-Kram. Ja, eben, ist so cool. Und das ist ja für andere schon auf jeden Fall Pain in the Ass. Keine Frage. Aber im Vergleich kommst du ja gerade, du bist ja wie ein Rennpferd. Ja, es ist übel cool. Und ich bin aber jetzt auf so einer großen Wiese, ja, wo ich dafür überlege. Genau, du bist das Rennpferd war ja die Zeit mit League of Legends, so, wo du einfach nur durchgepeitscht wurdest. So, du musst abliefern und jetzt kannst du deinen Kram machen. Das ist übel chillig. Und auch dieses, also ich weiß nicht, wie viel du eingebunden bist quasi in so stetige Produktion, aber ich habe das quasi, auch wenn ich die Jungs alle geliebt habe, wenn ich immer wusste, boah, jeden Dienstag, jeden Donnerstag oder jeden Samstag stehst du halt 8 Stunden vor der Kamera. Ja. So, das schränkt halt schon ein, wie du das machen willst. Keine Frage. Und auch, hey, wann wollen wir Urlaub machen? Ja, ich guck mal, wenn ich Season End. Absolut. Ne? Und, ja, klar. Und das sind halt so, natürlich, das wird jeder Mensch da draußen, ne? Also versteh mich nicht falsch, so 9-to-5 und sonst darf das ja auch normal. Aber wenn du die Option hast, wie ich sie jetzt habe, quasi mehr frei
Freiheit zu haben. Ich enjoy das so hart. Ja, und vor allem auch das hier. Heute wäre gar nicht möglich gewesen, wäre ich noch Caster gewesen. Einfach weil for sure heute quasi zwei Events sind. Ja, klar. Und ich niemals gesagt hätte sagen können, ja Jungs, aber ich fahre jetzt mal rüber. Ich habe großen Respekt davor, dass du diese langen Blöcke immer gemacht hast. Also ja, diese großen Brecher. Das weil so ein Event dauert ja ewig. Und wenn du sagst, du hast dann, weiß nicht, 7-8 Stunden. Ja, bei uns ist gecastet. Immer 15 Uhr kommst du und 23 Uhr gehst du. Puh, Alter, das ist einfach. Das klatscht halt. Das klatscht halt richtig. Und da bist du ja eigentlich sonntags auch im Eimer, oder nicht? Ja, ja, vor allem ist auch das Problem, dass der. Also ich hab's in den all den Jahren zwar immer besser gelernt, aber immer noch nicht ganz. Ich kann halt nicht bis 23 Uhr vor die Kamera stehen und 23.30 Uhr schlafen. Ja, okay, so, also geil. Ne? Und das ist halt so. Musst du dich nichts mehr verarbeiten. Ja, eben so. Wenn du das kannst, ist halt. Geil. Übel Killer. Aber das Problem ist, du kannst aber halt auch nicht, finde ich, was dann später gekickt hat. Ich habe ja angefangen mit 20 und das war halt irgendwie überhaupt kein Stress. Nee, mit 21 oder so, aber es war überhaupt kein Stress. Ja. So, weil ich mir dachte, boah, 23 Uhr, easy going, morgen ziehen wir raus, let's go, Gamescom Party, trotzdem auf der Stage. Und mittlerweile ist es halt so, wenn ich weiß, ich muss bis 23 Uhr vor der Kamera stehen, denke ich mir so, oh, da muss ich ja jetzt 2 Stunden länger aufbleiben als sonst. Mhm. Weil ich bin mittlerweile so richtig im Boomer-Modus und ich sag mal, um 22 Uhr gehen bei mir die Lampen aus. So, ne? Ja, ey, aber weißt du was, das ist, ich finde nicht, dass es ein Boomer-Modus ist. Ich verstehe, was du damit sagen willst, ja. Aber du bist ja auch jemand, glaube ich, wenn du mir das so sagst, der auch Bock auf die Dinge hat, die du machen willst. Ja, eben. Und wenn du halt die ganze Zeit im Arsch bist, weil das ist doch scheiße. Also eben so. Und ich finde das so geil. Also ich okay, jetzt halt ist Boomer-Modus. Du, ja, hast vollkommen recht. Aber es ist halt so dieses, ich weiß nicht, dieser, der so früher die Nächte durchzocken und so war ja alles geil, aber mittlerweile denke ich mir so, boah, ausgeschlafen sein ist auch richtig krasses Feeling. Ja, ey, Schlaf an sich ist Luxus, muss man auch mal ist sagen. Ist so insane. Also muss man grundsätzlich sagen, wenn du ein geiles Bett hast und einfach da abschalten kannst, ja, ist einfach geil. Wenn du morgens aufstehst und denkst, ja, ey, jetzt habe ich richtig Power. Da habe ich das Leben übrigens durchgespielt. Ich habe meiner Freundin zum Geburtstag neue Matratzen geschenkt. Geil. Okay. Aber das ist ja auch ein Geschenk an dich. Das ist perfekt. Das ist ja brilliant. Das ist echt brilliant. Und sie hat sich das freiwillig gewünscht. Ich so, na, I take those. Ja, und ist ein Unterschied? Also merkst ja, du's? Leider haben wir sie noch nicht. So. Ah, ja, okay. Also die haben scheinbar so eine krasse Lieferzeit. So. Aber ich glaube, gerade hat alles eine krasse Lieferzeit. Ja, ja, aber wir sind jetzt so von so, boah, ich habe so ein Boxspringbett quasi. Ja, ist doch schon ganz geil. Finde ich übel geil. Aber ich habe halt in der Vergangenheit so übel ganz so übel weich gelegen. So. Ah, ja. So, oh ja. So, mittlerweile, ne? 5 Jahre später denkst du halt auch so, boah, der Rückenschmerz, wo kommt denn der? Oh mein Gott. Oh, die Schulter. Ich sehe mal aus wie so ein Shrimp. Ich sack immer so ein hinten. Und deswegen ist jetzt bei mir, denke ich, für so eine härtere Matratze. Feier ich richtig. Johnny, das ist schon wieder gute Gespräche hier. Ja, es ist nur Boomer-like. Aber jetzt musst du mir ja mal ein bisschen was von dir erzählen. Ja, warum sind wir in so einem Auto, wolltest du wissen vorhin? Ja, ja, weil ich grundsätzlich oder bevor ich gestreamt habe, bevor ich bei Rocket Beans war, also ganz lange her, tatsächlich dieses Auto älter als meine Zeit, die ich in Hamburg verbracht habe bislang, habe ich Musik gemacht. Und zwar mit einer, einfach mit so einer Coverband, Schülerband. Oh, und wir haben wie einfach, alt warst du da, als du aufgehört hast? Sagen wir so. Also die gibt es schon noch, ne? Also aber als ich das weniger gemacht habe. Ich sag dir einfach mal, ich bin jetzt 7 Jahre bei Rocket Beans, also 28 würde ich mal sagen. Mit 28 habe ich diese Musik geschickt. Das ist krass, oder? Ja, das ist richtig krass. Dann nochmal so den, auch nochmal den Wechsel zu machen. Ja, auf jeden Fall. Weil ich wirklich gedacht habe mit der Band, naja, ich ziehe das durch und mal gucken, wie weit es geht, wie viel man damit schafft. Und wir haben dann wirklich 70 Auftritte im Jahr gespielt, aber nicht unter einem professionellen Label oder irgendwie mit einer Agentur oder so, sondern einfach selbst organisiert. Oh krass. Boah, das und das ist richtig. Und das ist quasi, das war meine Rennpferdzeit sozusagen. Ja, verstehe ich voll. Weil das war wirklich auch gar kein Schlaf haben von durch Deutschland oder Österreich, Schweiz, Holland irgendwie durch die Gegend fahren. Ja. Verträge machen, abkassieren und dann halt irgendwie wieder zum nächsten Gig. Und, ja, krass. Und das ist halt auch etwas, da bin ich dankbar über die Erfahrung, aber dadurch weiß ich auch, wie geil alles andere ist. Aber ich komme aus so einer, irgendwie aus so einer Arbeiterfamilie, Papa und Mama, die haben einen Bäckereibetrieb gehabt, das macht jetzt mein Bruder weiter. Ja, es wird, okay, weißt du, wird die ganze Zeit gearbeitet. Früher war es so, dass mein Papa gesagt hat, mit seiner Schwester, ja, wir haben eine Bäckerei, aber es ist auch geil, wenn das noch eine Kneipe wäre. Oh mein Gott. Also es ist wirklich doppelt Arbeit, so richtig wahnsinnig, weißt du, wenn die Leute sagt, ich muss so, ey, Schlaf ist auch einfach so richtig der Feind in diesem Haus. So richtig crazy. Aber da war ich irgendwie so ein bisschen, ja, also war klar, dass ich mitbekommen habe, dass man irgendwie arbeiten kann, dass es auch Bock machen kann. Ja, ja, verstehe. Aber das war dann irgendwie auch nicht so, diese 60 Auftritte, weil natürlich soziale Kontakte leiden da auch extrem. Aber runter. Wie hast du denn die Liebe zur Musik? Die habe ich noch. Weiter? Ja, ja, voll. Auch in der Zeit? Die habe ich, Musik fand ich immer geil. Es hat mich immer irgendwie beruhigt und ich habe auch grundsätzlich
wahrscheinlich ein bisschen mehr Energie als der Durchschnittsmensch. Ja. So, also das habe ich schon. Wirst du wahrscheinlich, du hast ja auch Power. Wenn du ja, aber ja? Es ist ja auch, also ich glaube, Power ist ja auch sehr davon abhängig, ob man das, was man gerade macht, liebt oder nicht. Ja, absolut. Also, ne, ich glaube, ich, als Steuerberater hätte ich, glaube ich, nicht besonders viel mehr Power als alle anderen. Doch, hier sind wir. Ja, genau, das geht mir auch so. Da bin ich auch bei dir. Aber da hat mir Schlagzeugspielen und Musik machen irgendwie immer ganz gut. Ja, ja, und das hat mich immer irgendwie beruhigt und weiß nicht. Ich bin dadurch relativ gechillt, weißt du? Ja, voll gut, also das ist wirklich gut. Und deswegen war das immer Teil von meinem Leben und ja, mach das immer noch gerne. Das mache ich auch bei Twitch ab und zu. Ja, ich habe gesehen, Twitch Homepage kommt, ne? Genau, genau. Also bei Twitch ist es etwas, was nicht die Leute so richtig kickt. Also eigentlich müsstest du zocken oder labern oder so. Aber mich kickt das, deswegen ist es geil. Aber ist das so? Weil es gibt ja schon, also ich glaube, du kommst halt dann natürlich über viele Kameraperspektiven in so einem Scheiße, ne? Ja, genau. Oh, wir müssen hier aussteigen. Das war's schon. Wir sind schon da. Oh mein Gott, das war Johnny, wir sind schon da. Ey, es hat sich, also von mir aus könnten wir auch das Event quasi nur mit Quatschen verbringen. Du bist halt derbe chillig, das ist halt geil. Ich weiß nicht, ob ich willst jetzt... Willst du noch mitkommen? Wie spät haben wir es? Ja, auch einmal kurz Hallo sagen will ich schon. Ich sag dem Typen mal, dass ich sofort weg bin. Einmal Hallo sagen will ich schon mal. Das muss schon sein. Komm, Leute. Ich meine, wer will dich abschleppen? Ja, absolut. So, Kamera drehen. Wer ist denn der Johnny? Hi. Geil, ey. In Farbe. Du, wir sind, also ich stehe 3 Minuten hier, dann fahre ich weg. Okay. Ne, wir müssen zu Rocket Bean, zu Kongstar. Ja? Dankeschön. Nur falls jemand Stress macht, wenn sofort. Ich war schon, wo müssen wir eigentlich hin? Ist das oben? Dadurch. Ich war schon mal hier, aber nicht zum Spiel, leider. Ich war bei dieser Millantor Gallery, das ist ganz cool. Ja. Da haben die so eine Kunstausstellung. Ja, übel geil, ne? Also, ich hab das uns zeigen. Meine Freundin war da tatsächlich, aber ich nicht. Ja, Johnny. Guck mal, 1400 Leute. Das ist crazy. Wahnsinn. Ah ja, hier, genau, sie war da, das habe ich auch gesehen. Ja. Die war ja auch bei uns beim Sender. Ja, die war jetzt schon öfter bei euch als ich. Das ist, Hallo, ist Maskenpflicht hier? Ja. Ach so, dann hole ich mir erstmal eine Maske, dann muss ich nicht mal vorgehen. Na, wo geht's? Weil ich habe hier keine am Start. Okay. Ja, was haben wir so oben? Easy. Oder hast du eine? Ja, perfekt. Super, dann ist doch alles entspannt. Hallo. Hallo. Ja, dann gehen wir gemeinsam. So. Ja genau, die hat schon ein bisschen, nee, hat sie mehr gemacht bei uns? Ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube nicht. Aber sie war zumindest hier. Ganz lieb, dann nehme ich mir so ein Bändchen raus. Super, auf jeden Fall. Dankeschön. Jo. Danke. Ganz lieb. Ja, hätte ich mir auch denken können. Aber ich habe ja auch kein Briefing hier. Ich bin ja hier nur Dulli. Ey, weißt du? Hör mal. ich bin ja froh, dass ein Dulli mit mir rumläuft. Und ich bin mit am Start. Aber ich freue mich vor, alle wiederzusehen. Weil ich habe bei der Gamescom, habe ich quasi dann irgendwie dann doch so viel gearbeitet, dass ich die ganzen Leute nicht gesehen habe. Ah, verstehe. Verstehe. Ich hole jetzt viel. Hallo. Grüß Gott. Hallo. Hallo. Ja, super, jetzt haben wir abgeliefert hier. So, jetzt gebe ich dich hier in eine Runde. Also, hallo. Hi, Krogi. Ich lege euch mal kurz hier ab. Ich lege euch mal kurz hier hin. Huch, mal kurz abstellen. Sag ich mal hallo. Hallo, Johnny. Hi. Hi, schön, dass du da bist. Ja, ich komme sehr. Ja, das war auch. Hallo. Jetzt mal Persona, ja, ja. Persona. Ja, ja. So, jetzt zeige ich euch das mal einmal, wie das hier Backstage aussieht. Das ist ja unfassbar geil. Das ist ja unfassbar. Das ist ja mega heftig. Alter Schwede. Ja, das ist ja nur krass hier. Guck mal, das ist Bella. Hallo. Hi. Und der Johnny. So, wir folgen mal Peter. Peter zeigt einmal Backstage. Hi, grüß euch. Hallo, das ist ja. Das ist heute unser Set bei Streamplay. Alter, wie groß ist das denn hier alles? Hier haben wir unser Caster-Set. Ja, Hammer. Okay. Da werden heute Sophia und Johnny casten. Ah, okay. Okay. Okay, was geht weiter? Oh, dann haben wir hier unsere Day-Area. Hallo. Vier Stationen. Hallo. Ja, Hammer. Hallo. Und dann haben wir hier noch unseren Lounge-Bereich, wo die Talents platziert werden. Das ist ja alles nur krass. Das ist ja nur krass hier. Nur krass. Hallo. Moin. Crazy. Hallo, moin. Hallo. Guten Tag. Hallöchen. Ich filme euch gerade einfach hier auch ein bisschen. Ne? Immer nett lächeln. So. Ey, es ist ja riesengroß hier. Hallo, da hinten. Moin. Krogi hier, grüß dich. Hallo. Der Taxifahrer, grüß dich, Krogi.
gerne nächstes Mal. Nächstes Mal machen wir das, ja? Ja. Die Leute wollen das ja auch sehen. Nee, nee. Sehr, sehr gut. Willst du mal einen Blick ins Stadion werfen? Ja. Hallo. Hi. Hi. Hallo. Hä, und hier spielt. Bestes Wetter hier spielt heute Bayern hier. München immer? Nein, 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 da ist gerade Tauben-WM. Guck mal, die sind alle da hinten auf dem Feld. Da ist gerade Eckball. Es geht aber gleich los. Rüdiger, ich bin Johnny Güte-Übelmann. Ich bin Johnny Güte-Übelmann. Guck mich an, was willst du haben? Schraubendreher? Hab ich. Ja. Willst du ein Differential? Aber es ist auch einfach nur geil, wenn man so viele Taschen an der Weste hat. Ja, und wenn man aber eine Anzughose trägt, oder? Darfst du es kurz präsentieren? Ja. Hier, guck mal den Boy an. Der hat auf jeden Fall frische Handwerkerjacke und die Hose ist, als würde er bei der Bank arbeiten. Ja, ist auch so. Ist Mafia. Ja, aber die Schuhe, die binden das alles. Die binden das. Ja, Hammer, das ist eine schöne Aussicht. Schöne Aussicht. Schöne Aussicht. Hä? Hey, aber was sind das denn für Rollen? Was machen die, Sophia? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich glaube, das wird bestimmt. UV-Licht für den Rasen. UV-Licht? Die simulieren die Sonne. Verarscht ihr mich gerade? Nee, weil der Rasen schön braun wird. Ja. Die, wirklich? Ja. Bei jedem großen Verein ist der Rasen braun. Ach, verarscht mich, das sind keine UV-Licht. Weißt du, Hamburg hatte keine Sonnenstunden. Wirklich? Ja, gerade diesen August hatten wir gar keine Sonne. Da ist UV-Licht drin? Ich brauche das für zu Hause, Kuchen. Ich brauch das für meine Haut. Lass mal drunter legen und schau mal. Ist das ein Solarium oder was? Hä, aber warum sagt uns keiner, dass hier ein Solarium ist? Ja, leg dich drunter. Ja, mach ich. Sind hier oft Nudes? Sind hier oft Nackte? Ja. Bei jedem Spiel mindestens einer. Aber das Licht ist hier schön. Liegt wahrscheinlich im UV-Licht. Kannst du dich einmal in die Kamera gucken? Sieht schön aus. So cute, so cute. Ja, okay, dann geht's wieder hoch. Ja, ich muss auch schon wieder los. Mein Auto steht da ganz scheiße. Ach, hast du Johnny mitgebracht? Ja, ich habe Johnny abgeholt. Der ist da drinnen. Ey, alles Liebe, ne? Ja, machst du mich allein? Nee, ich bin weg. Ja, lass dich mal schminken. Wo lässt du dich denn schminken? Ja, im dritten Stock bei... Natürlich, wo denn sonst? Natürlich beim dritten Stock. Excuse me, waren Sie noch nie in einem Stadion? Das ist ja einfach riesig hier. Ja, ah, geil. Mein Bild hängt noch im dritten Stock. Gehen wir in den dritten Stock? Ja, wenn man das Bild von... Ja, wir gehen in den dritten Stock, Leute. Guck mal. Sehr cool. Ja, guck mal, wie die aussehen. Die aussehen müssen aber noch in die Maske schauen. Wie viel darf man denn hier wiegen? Acht Personen. Ihr wollt in die Maske jetzt, ja? Du wirst gleich keine Fang haben, weil du im Fahrstuhl bist. Nein, das stimmt nicht. Guck mal, ich kann nicht alles filmen, wenn ich hier... Yay! Yeah! Also, ja, krass. Ja. Ist das dritte? Nee, das ist das dritte. Möchtest du mit? Nein, ich warte. Okay. Da möchte ich auch den nächsten nehmen. Ich film nur so. Das ist einfach geil. Guck mal, wie ich noch Spinat hab. Wie geht's dir? Ach, gut. Ja? Ja, ich bin ja diesmal, trage ja keine Verantwortung diesmal. Ich bin ja nur... Einfach abgegeben. Ja, dann trägst du nur Bizeps. Ich trage nur Bizeps und GästInnen. Ey, Johnny, wir haben uns richtig gut verstanden. Ja, oder? Das hat richtig Spaß gemacht. Und das, obwohl ich dich gar nicht so... Oh, du streamst noch. Ja. Hey, du Arsch. Hier haben wir einmal den Perfekt. Bereich. Perfekt. Das sieht natürlich schon mega aus. Mein neues Buch, die hat immer... Es gibt Kürbissuppe, die sehr gut ist. Wirklich? Ja. Wollt ihr einmal... Dann nehme ich auf jeden Fall gleich noch was mit. Warte mal, wir müssen erst noch einen Test machen. Das heißt, wir gehen erst mal... Ich habe alle meine Tests schon abgegeben. Ich habe einen dabei. Geil. Das ist auch einer, oder? Das ist keine Bindel. Yeah. Okay, so. Dann würde ich... Tschüss. Ey, mach's gut. Tschüss. Oder kommst du noch runter gleich? Tschüss. Ja, dann tschüss, ihr Lieben. Ich nehme mir noch ein Häppchen mit, ne? Ja, Grüße. Sagen wir keinem, ne? Leute, ich nehme mir noch ein Häppchen mit. Irgendein Häppchen muss ich mir da mitnehmen. Ein Kuchen für die Fahrt? Ein Kuchen für die Fahrt, oder? Chat, was soll ich mitnehmen? Schnell Kuchen? Das merkt keiner. Wo ist eine Serviette? Irgendeine Serviette. Ich brauche eine Serviette und dann Kuchen für die Fahrt. Serviette? Ich gehe hinter. Das bleibt unser Geheimnis, Chat. Haben die keine Servietten? Da ist doch eine Serviette. Serviette und dann nehme ich schön Apfelkuchen mit. Aber es bleibt unser Geheimnis, Chat, ja? Ich nehme jetzt den Kuchen. Kann ich, gibt es ein Treppenhaus? Ich sag dir nichts. Treppenhaus. Stadionverbot.
Trappen, Haus, Haus. Ey, der Stream ist gut heute, oder, Chat? Ich finde das immer gut. Das macht immer Spaß. Unser Talent-Taxi. Macht immer Bock. Danke nochmal, GTÜ. Wo bin ich jetzt? Macht immer Bock. Talent-Taxi ist immer eine schöne Sache. Und erstaunlich stabile Verbindung. Heute ging's, ne? Muss man sagen. Ganz lieb, Dankeschön. Einen schönen Tag wünsche ich. Tschüss. So, jetzt können wir das hier, jetzt können wir uns wieder angucken. Krogi ist immer top. Besser als das Main Event. Das will ich nicht hören. Das will ich nicht hören. Das wird schon gleich mega. Das sah ja oben auch geil aus. Und ihr habt auch gesehen, wie viel Arbeit darin investiert ist. Aber mein Outfit ist wirklich ganz geil, oder? Anzughose, geile Weste. So, da bin ich wieder. Willst du einen Apfelkuchen? Nee, danke. Dex 1 mitgebracht. Na gut, ciao. Dann esse ich den halt. Jetzt nach Quakenbrück, ganz genau. Jetzt geht's nach Quakenbrück. So. Okay, wir müssen... Erstmal esse ich ein Stück Apfelkuchen. Gut. Gut. Erstmal chillen. Jetzt nehme ich euch noch mit bis zur nächsten Werkstatt. Und damit meine ich Tankstelle. Warum sage ich Werkstatt? Tankstelle natürlich. Und dann werde ich den Stream beenden. Und läuft schon richtig der Speicher runter, weil der so lecker ist. Da muss ich den Stream beenden, weil ich mich ein bisschen beeilen muss. Tatsächlich. Und das kann ich nicht mit, mit Stream. Aber zur Tankstelle fahren wir erstmal auch chillig, okay? Ey, was ist Johnny für ein netter Typ? Unglaublich. So. 17.05 Uhr. 17.05 Uhr Quakenbrück. Na gut. Das war ein knappes Ding heute. Knappe Nummer, sag ich euch. Ich habe was von Simons Buch gelesen. Du hast was von Simons Buch gelesen? Ich esse noch ein Stück Apfelkuchen. Der ist ja unfassbar lecker. Lecker. Scheiße, erst den auf. Was ist da drin? Heroin? Der ist ja mega süchtig, Mann. Apfelkuchen ist so geil. Miri, hat alles super geklappt. Hat alles super geklappt, Miri. Also ich fühle mich gerade so, ich fühle mich gerade so, als würde ich meinen Rucksack bei Tarkov leer machen. Alter. So, jetzt haben wir alles, jetzt haben wir unseren Job fürs Erste erledigt, Leute. So fühlt sich das an, als Taxifahrer. Wird man noch gebraucht? Das ist die große Frage. Ich glaube, ja. Aber ich habe zwei Jobs erledigt, zwei Taxifahrten. Habe ich Cash Money gemacht? Nein. Habe ich was falsch gemacht? Anscheinend. Ja.
Nur Konzentration. Taki, Beste. Ich hab wirklich Bock auf Taki. Ich zeig euch mal so den Verkehr mit. So seht ihr ein bisschen, wo ich lang fahre. Ist vielleicht ganz cool. Tut mir leid, ich habe jetzt hier den Verkehr. Okay, er ist ganz nett. Sehr netter Passant, weil ich habe ein sehr langes Auto hier und ich versperre gerade den Radweg. Aber jetzt bin ich auch schon auf dem Track. Wie komme ich jetzt am besten zur Autobahn? Hier, ne? So, glaube ich. Ich kann Singleplayer Tarkov Mod zum Reinkommen sehr empfehlen. Wer wurde schon abgeholt? Wir haben Simon Kretschmer abgeholt, Sophia Katz und Johnny, Just. Just Johnny. Einfach geil. Ich raff nicht, warum ich so komisch fahren soll. Ich soll super merkwürdig fahren. Soll ich durch den Tunnel? Also, wann muss ich tanken? Ich habe immer noch 2 Tankstriche. Das heißt, ich kann mit gutem Gewissen noch 40 Kilometer schaffen. Bis dann wirklich so wird, dass ich keinen Bock mehr habe zu fahren. 40 Kilometer müsste ja eigentlich klappen. Ich könnte auch einfach. Ne, ich habe hier natürlich auch die Jet. Ich bin in Hamburg. Ich fahre Auto durch Hamburg. Und anscheinend findet ihr das schön, das freut mich. Dann lieber den offiziellen Offline-Part von Tarkov. Sprit ist so ekelhaft teuer, ja, absolut. Aber ich brauche immer mal ein bisschen was im Auto, sonst kann ich ja nicht von A nach B kommen. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt dahinter. Ah, jetzt habe ich Simons Buch vergessen. Shit. Hot Dinosaur Action, The Way You Like It. Lord Bartholomeus Ankylosaur. Ankylosaurus Lover. Ja, zu spät. Egal, jetzt muss ich los. Jetzt kann ich nicht mehr umkehren. No turning back. Wir müssen es durchziehen, Leute. Ich fahre anscheinend wirklich durch den Tunnel. Das macht gar keinen Sinn. Egal. Ey, wie krass das da eben aussah. Bei Kongstar. Wie krass das da aussah, Leute. Das sah von der Technik überragend aus, was die da aufgebaut haben. Sehr geil. Basic One auf jeden Fall. Keine Frage. Wie viele Kilometer hat mein Sprinter schon runter? Das sind die echten Fragen. 302.230 Kilometer lese ich gerade. Also meiner Meinung nach dürfte er noch Minimum 200.000 laufen. Ernsthaft. Und das will ich auch schaffen. Was ich jetzt allerdings schon habe, sind so rostende Stellen. Die müssen irgendwie mal gefixt werden. Aber ich finde eigentlich solche Fahrzeuge, die müssen lange laufen. Einfach noch mehr. Also meine Logik ist die, wenn du ein Auto brauchst und damit fährst, dann ist dir ja bewusst, dass das erstmal vielleicht notwendig ist, ne? Sonst macht es ja gar keinen Sinn. Aber natürlich auch für die Umwelt und so einen Schaden mit sich trägt, selbstverständlich, das ist mir auch bewusst. Aber wenn ich ein Auto brauche, also jetzt auch so einen Transporter, um jetzt zum Beispiel mal diesen Auftritt zu spielen in Quakenbrück und folglich dann Gegenstände transportieren muss, dann finde ich es doch sinnvoller zu sagen, okay, wir halten dieses Auto so lange am Leben, wie es irgendwie nur geht, bevor wir uns einen neuen kaufen, neues Auto kaufen müssen, neuen Transporter kaufen müssen, wo dann wieder neue Ressourcen reingesteckt worden sind. Dementsprechend glaube ich, dass es jetzt momentan smarter ist, aus verschiedensten Punkten zu sagen, okay, die Karre hier, die soll einfach möglichst lange halten und dann ist halt irgendwann auf. So, das ist vielleicht aber auch nur meine Logik. Vielleicht ist es auch dumm, vielleicht wäre auch eine bessere Idee. Aber das ist ehrlich gesagt, glaube ich, weil hier ist halt schon Energie reingesteckt worden. Hier, das Auto wurde produziert, es ist gefertigt worden. Warum kann man es dann nicht so lange pflegen, wie es irgendwie geht? So. Müsste man ausrechnen? Was meinst du mit müsste man ausrechnen? Also,
Du meinst, müsste man ausrechnen, was ein neues Auto der Umwelt sparen würde? Ich weiß nicht. Also das Beste wäre natürlich, wenn man nicht Auto fährt. So. Aber das habe ich hier schon oft gesagt, weil du gerade den Umweltaspekt einbezogen hast. Und da springe ich natürlich drauf an. Also meiner Meinung nach, es ist natürlich viel, viel besser, das weiß jedes Kind, wenn du auf Autofahren verzichtest, keine Frage, Fahrradfahren. Wenn es aber nicht geht, dann geht es nicht anders. Und in meinem Fall geht's aber, wird es öfter gehen, als mir recht ist. Also ich könnte öfter auf das Auto verzichten, auf jeden Fall. Und dann komme ich nämlich mit einem anderen Aspekt, und der ist sehr egoistisch und egomanmäßig getrieben. Ich finde Autofahren leider saugeil. Autofahren macht mir halt richtig Bock. So, dann suche ich mir jetzt schon immer Sachen raus, die ich dann irgendwie mit Spenden supporten kann, dass ich irgendwie mein schlechtes Gewissen, weil ich Autofahren halt wirklich saugeil finde, unterstütze, damit ich quasi mein nicht notwendiges Autofahren so ein bisschen kompensiere, umweltmäßig. Aber das ist mir auf jeden Fall bewusst. Aber in Bezug auf das Fahrzeug an sich muss ich sagen, dass ich glaube, dass es smarter ist, dieses Fahrzeug möglichst lange am Laufen zu haben. Aber das ist jetzt auch schon super Real Talk. Meine Zeit. Wir driften heute aber von einem Thema zum anderen ab. Also wirklich, wirklich krass. Gleich rote Ampel, will ich mal. Ja, okay, wir haben eine rote Ampel. Ich hole mir mal ein bisschen euer Feedback ein, was ihr so sagt. Weil sowas lebt ja auch vom Diskurs und alleine ist es mal halt nur Monolog. Lustig, ich fahre gar nicht gerne Auto. Das kann ich nicht verstehen. Ein Neuwagen hat in der Neuproduktion auf jeden Fall schon viel mehr Schadstoffausstoß als ein Neuwagen in seinem ganzen Leben. Ja. Ride till it die. Absolut. Werden noch andere Leute zum Event gebracht? Also wir haben, ich glaube, jetzt sind alle da. Ich glaube, es sind alle da. Und die anderen, Baso, Flesk und Co., konnte ich nicht hinfahren, weil die schon so früh da sein mussten. Nette Sitze, schöne Polster. Ja, vielen Dank. Und ich fahre jetzt einfach, wie gesagt, zur nächsten Tankstelle auf der Autobahn. Also ein bisschen habt ihr noch mit mir zu tun. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr die Zeit mit mir noch verbringen würdet. Wir haben auch andere Themen als, weiß ich nicht, wichtige Themen natürlich, aber die vielleicht nicht ganz so gute Laune machen. Und dann würde ich euch treuhänderisch übergeben. Aber ich finde halt dieses ganze Autothema saugeil und ich bin derbe happy und das sage ich wirklich mit vollster Überzeugung. Ich bin wirklich happy, dass die GTÜ Bock haben, diesen Stream mit zu supporten und dass wir ein bisschen was zusammen machen. Und da sind so echt schon schöne Sachen dabei rausgekommen. Ey Leute, ich habe einen kleinen mini bekackten YouTube-Kanal, ja? Aber das Electric Callboy-Video ist für meinen kleinen Channel einfach richtig explodiert. Und das finde ich richtig geil. Und darüber bin ich halt tierisch dankbar, dass wir halt solche Sachen machen können. Und ich würde so gerne im nächsten Jahr vielleicht mehr auf diese Band-Schiene rumdenken und vielleicht Interviews im Auto führen oder so. Ich glaube, das ist halt richtig geil. Deswegen danke dafür. Jetzt sagt ihr, ja, Interviews im Auto, bist du komplett bescheuert? Das macht doch gar keinen Sinn. Doch, also so taximäßig, da Leute von A nach B fahren, sowas meine ich. Das fände ich auf jeden Fall richtig geil. Oder ansonsten halt Bumsbus, geht halt auch, ne? Ihr kennt ja, Leute, ihr kennt meinen Humor. Ihr kennt meinen Humor. Ist immer unangenehm. Immer ein bisschen cringe. Immer ein bisschen cringe dabei. Aber im Herzen immer nett. Ist Bescheid. So, rote Ampel. Mit oder ohne Briefbeschwerer? Der Briefbeschwerer lässt euch nicht los. Ne? Ich finde auch, das ist eine sehr gute Idee. Dafür wurden hier schon Sachen gelöscht, Krogi. Ja, aber warum? Warum? Frage ich mich. Ich hätte es nicht gelöscht. Aber meine Mods, die sind alle cool. Ich lass die laufen. Die sind alle gut. Ich hätte es nur nicht gelöscht. Oh Mann, was mich traurig macht, wenn ich gerade aufs Navi gucke, dass da auf jeden Fall Stau vor Ort sein wird. Das macht mich wirklich ein bisschen traurig, weil ich habe keinen Bock, von einem Stress zum nächsten zu kommen.
Weil heute Abend ist es insofern auch wieder ein bisschen zeitkritisch, dass es ja auch nur ein Zeitfenster gibt für diesen Auftritt. Und anscheinend ist da gut was los. Naja. Wir kriegen schon hin, Leute. Es wird schon alles. Ich brauche für heute Abend, muss ich noch was einkaufen. Ich muss noch viele Batterien einkaufen. Und zwei Flaschen Jägermeister, die ich ausschenken wollte. Wirklich. Nicht fürs selber trinken. Ich überlege gerade nur, wann ich das machen soll. Naja, wird schon werden. Wird schon alles klappen. Also ich bin mir sicher, dass wir hier so fahren, dass wir auf die A7 kommen und dann durch den Elbtunnel fahren. Da werden wir sicherlich auch kein Netz haben, Leute. Sage ich euch schon mal jetzt. Aber nun gut. Bei Rocket Beans ist heute der Kongstar Gaming Day. Mit einem Haufen Promis. Und die sind alle schon fleißig am Vorbereiten und am Schminken und am ja, gutes Leben haben. Und um 17 Uhr geht's da los. Also in 2 Stunden. In 2 Stunden sind sie live. Das Wetter wird in Hamburg, glaube ich, heute noch mal richtig ungemütlich, weil es wird gerade richtig dunkel. Ich brauche keine Brille mehr. Es wird gerade richtig duster. Komisch. Ey, der Stream war richtig cool. Also, eben die Fahrt. Der Stream ist ja noch an. Aber jetzt kann ich ja schon sagen, das meiste des Streams ist wohl passiert. Und das war richtig cool. Das hat richtig Spaß gemacht. Danke auch an euch, dass ihr alle immer dabei seid, dass wir immer noch über 1000 Leute sind, die sich hier angucken, wie hier so ein Dulli durch Hamburg fährt und ihnen Scheiß erzählt. Das finde ich einfach total geil und freut mich tierisch. Das freut mich wirklich tierisch. Und da geht mir wirklich im Herzen, gehen ein paar Lampen an, die einfach sagen, ja, Mann, das ist geil, das macht Bock. Also danke dafür und auch danke an die Leute. Ich konnte jetzt nicht drauf eingehen während der Fahrt, aber ich habe es immer mal gesehen, dass ab und zu so ein Prime-Sub oder Abo aufploppt. Es ist einfach herrlich, wenn ihr das macht, diese Unterstützung. Das nehme ich auch nicht für selbstverständlich hin. Versteht mich da nicht falsch. Für mich ist das immer noch was ganz, ganz Besonderes, dass Leute sagen, ey, den Typen da möchte ich gerne unterstützen. Mir gefällt, was der macht und das ist irgendwie funny und irgendwie cool. So. Also tausend Dank auch nochmal in diese Richtung, wer es getan hat und die Leute, die Bock haben, ein Follow da zu lassen, also einfach mal diesem Kanal zu folgen, dem bin ich auch sehr zu Dank verpflichtet. Also egal, was ihr macht, es ist Hammer. Es ist einfach Hammer, dass ihr hier seid und immer mal wieder hier da seid. Der Chat an sich hat auch einfach so gute Stimmung und das gefällt mir auch einfach tierisch. Ihr habt einfach immer gute Stimmung. Ich finde es sehr, sehr schön. Also alles richtig hier. Und jetzt geht's auf die A7. Jetzt geht's auf die A7 und da kommen wir direkt in einen Stau rein. Kann ich euch die Kamera mal zeigen? Guck mal, so sieht das hier aus. Na, gucken wir mal. Auf der 7. Das ist eines der seltensten Naturschauspiele, die es so gibt. A7 Stau kennt man sonst ja gar nicht. Aber auch hier gibt es mal ganz neue Dinge. Aber ich glaube, wenn wir im Tunnel sind, dann geht es wieder. Glaube ich. Also Navi hier sagt, Zeitverlust von 10 Minuten, wobei ich mich dann frage, warum führst du mich dann überhaupt hier rein? Weil es gibt auch noch andere Möglichkeiten aus Hamburg raus. Das verstehe ich nicht so ganz. Und ich will ja auch nicht, ich will ja gar nicht aus, also ich verstehe es immer nicht so ganz. Und ich, wisst ihr, was ich auch nicht verstehe, Leute? Menschen, die so einen Verjüngungsstreifen nicht bis zum Ende durchfahren. Das verstehe ich einfach nicht.
man sollte doch diese Streifen bis zum Ende durchfahren und dann gilt Reißverschluss. Aber viele machen das nicht. Die fahren nicht bis zum Ende durch und haben dann irgendwie schon voll weit im Voraus Panik einzuscheren. Und dann denke ich immer, ja, aber ich fühle mich jetzt nicht schlecht, ganz bis zum Ende durchzufahren und dann erst einzuscheren, weil so ist es nun mal. Leute, fahrt bis zum Ende durch. Das ist, so läuft es. So macht man das. Ich hätte übrigens mal Bock, Leute, dass wir mal im Stream noch eine Fahrprüfung machen. Theorie-Fahrprüfung. Ich glaube, ich würde durchfallen. Ernsthaft. Ich glaube nicht, dass ich die Fragen noch alle beantworten kann. Aber das können wir mal im Stream machen. Wo ich mal erzähle, dass ich so gerne Auto fahre und so. Ich glaube, das ist gar nicht so easy, ohne die speziellen Fragen zu wissen. So, der Tunnel ist vor uns. Ich zeige euch nochmal die andere Perspektive. Reißverschluss, Klettverschluss. Was auch immer. So, ich glaube, der Stream wird gleich auf ganz natürliche Art und Weise zu Ende gehen. Denn wir fahren jetzt in den Tunnel. Ich weiß nicht, was passiert. Also heute ist die Verbindung erstaunlicherweise echt gut. Ich hatte jedenfalls nicht bemerkt, dass wir Abbrüche haben. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass im Tunnel, dass da die Sollbruchstelle ist. Und da natürlich kein Netz ist. Wir schauen aber mal. Falls wir uns nach dem Tunnel wiedersehen, ist cool. Falls nicht, fühlt euch alle gedrückt. Aber ich hoffe, dass es gar nicht abbricht. Nach dem Tunnel werde ich auf jeden Fall tanken und dann können wir auch einen Raid durchführen. Aber erstmal den Tunnel. Wollt ihr den Tunnel sehen oder wollt ihr mich sehen? Ich kann es auch nicht mehr beantworten. Es ist zu spät, ihr seht jetzt mich. Wir haben keinen Stau mehr. Wenn das Auto fährt, gucke ich nicht in den Stream. Mach ich nicht, will ich nicht. Ich finde Tunnel geil. Chat, wenn ihr noch da seid, dann alle mal irgendwie ein Zeichen ihrer, deiner Wahl, seiner Wahl bestätigen bitte, abfeuern. Ah ja, ihr seid noch da, geil. Okay, ist noch ordentlich was los. Geilo. Chat, seit wann sind wir so viele Leute? Warum gucken hier so viele Leute zu? Es ist überragend. Warum guckt ihr nicht immer meine Streams? Warum sind wir nicht immer 1000 Leute? Direkt. Zuckerbrot und Peitsche. Direkt. Das ist richtig geil. Sonst keiner da wahrscheinlich, ne? Wisst ihr nicht, wo ihr hin sollt? Das ist alles. Seid ehrlich. Nicht, weil ihr hier gerne seid, das ist die Not, die euch herbringt, ne? Das ist einfach so. Aber ist egal. Ich liebe euch trotzdem. Ich liebe euch trotzdem. So ist es. Ich will unbedingt wieder Metal Hellsinger spielen. Video ist schon bei online. Ne? Das Video ist schon online bei YouTube. Ich habe heute wirklich noch mehr Sprachprobleme als sonst schon. Aber heute ist es ganz besonders unangenehm. Was ist da los in meinem Kopf? Falls ihr es interessiert, guckt es euch an. Der Soundtrack ist so geil. Also wir fahren so langsam in diesem Tunnel. Also es ist so ein Scheißtempo in diesem Tunnel. Hier könnte ich parallel auch noch sonst was machen. Ein Brot backen oder so. Seid ihr noch da, Chat? Also wirklich, das überrascht mich schon, dass ihr noch da seid. Wir sind halt wirklich im Tunnel, ne? Aber es wird abbrechen. Es wird safe abbrechen, davon bin ich überzeugt. Es kann gar nicht. Ihr seid noch da, krass.
Ey, wenn Rip ist, schreibt alle Rip. Ich will von allen Rip lesen, ja? Ich muss sofort wissen, dann ist Rip. Schön im Tunnel. Die Stimmung hier ist geil. Ey, wenn man, was ist das für ein Leben bitte, wenn man im Tunnel besseren Empfang hat als draußen. Wir sind gerade unter der Elbe. Wir sind im, unter der Elbe, Leute. Wir sind unter dem Wasser. Wir sind unter dem Meer. Unten runter, unter der Elbe, unter den fetten Frachtern. Leute, falls ihr mich noch hört und ich möchte nochmal, also vielleicht ist es gleich vorbei, vielleicht auch nicht. Sollte es vorbei sein, möchte ich nochmal sagen, danke GTÜ für diesen schönen Stream. Das war heute mit Just Johnny, mit Sophia und mit Simon einfach ganz, ganz toll. Guckt gleich Kongstar, den Gaming Day bei Rocket Beans. Falls es nicht abbricht, gleich geht's weiter. Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht, was hier passiert ist. Wir fahren auf jeden Fall sonst sehr langsam. Fangen sehr langsam in den Tunnel. Wir sind am tiefsten Punkt des Tunnels. Hier ist der tiefste Punkt des Tunnels. Es geht nur noch nach oben. Tiefer geht's nicht. Wir sind unter dem fucking Meer jetzt. Tiefer geht es nicht. Hey, wie kann das sein, dass ihr noch da seid? Ich raff das null. Tiefster Punkt. Hier, ich zeig's euch. Tiefster Punkt, das ist tiefster Punkt. Tiefer geht's nicht. Wie kann das denn sein im Tunnel? Wie kann das sein? Hä? Das geht doch nicht. Was ist das für ein Tunnel? Ist das hier ein Sendemast-Tunnel? Ist das ein Quer? Haben die einfach einen Sendemast ausgehöhlt? Hey, ich raff das null! Das kann doch nicht sein! Wir haben Internet im Tunnel, das macht doch gar keinen Sinn! Wer bringt das denn hier hin? Hä? Haben die Fische WLAN? Sind das gar keine echten Tiere mehr auf diesem Planeten? Läuft alles nur über WLAN, ich raff's nicht! Ich raff's nicht. Okay, ihr seid alle ganz aufgeregt. Was ist los mit euch? Ihr seid wie ein Schwarm, wie so ein Fischschwarm, der gerade aufgescheucht wurde. Was ist da los? Jetzt kommt die Sonne. Jetzt ist der schlimmste Moment. Aus dem Tunnel. Schlimmste Moment ist jetzt. Oh, da muss man eine Brille aufsetzen. Jetzt kommt's. Jetzt geht's ab. Das ist der allerschlimmste Moment, wenn man aus dem Tunnel rauskommt und die Sonne kommt. Oh. Und Regen, klar. Hä? Einmal im Tunnel gewesen, Regen. Was ist das denn bitte? Na klar. Okay, das müsst ihr euch angucken. Das ist einfach mega. Guckt euch bitte diesen schönen Hafen an. Das ist einfach nur geil, sich das anzuschauen. Im Hintergrund seht ihr die Kühlbrandbrücke. Das ist die Brücke mit diesen, ja, sieht man glaube ich gerade gar nicht, mit diesen Trapezständern. So nenne ich sie, Trapezis.
Rechts von uns ist der Industriehafen. Ist auf jeden Fall mega geil. Aber es regnet, wie gesagt. Jo, Wetter wird jetzt richtig geil. Hammer. Ey, das ist so ein Wetter, wo man eigentlich keine Sonnenbrille braucht, aber es ist durch irgendeinen komischen physikalischen Prozess doch zu hell ohne Brille. Ja, das verstehe ich nicht. Hört ihr das? Das ist Regen, Leute. Das ist der Sound der Natur. Ey, Twitch ist so absurd, ne? Dass ihr wirklich einfach jetzt, ihr 1000 Leute, einfach gerade einem Typen zuguckt, der Auto fährt, ist einfach so unfassbar geil absurd. Das ist so geil absurd, ich liebe alles daran. Da kann man auch mal sagen, danke Twitch. Das ist einfach so geil. Beste Idee einfach. Nö, also ich mag Autofahren nicht so gerne, aber zugucken, wenn ein anderer fährt, das mag ich schon stundenlang. Das finde ich schon ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Selber fahren würde ich nie, aber zugucken, da sage ich nicht nein. Das ist schon meins. Da sehe ich mich schon. Auf jeden Fall, natürlich. Weil es ja auch geil ist. Ist doch klar. Hallo. So ist das doch. Ach ja, Chat. Jetzt sind wir unter uns. Jetzt haben wir wieder die Ruhe. Der Regen ist weg. Jetzt sind wir wieder ganz allein. Navi hat sich ein bisschen verbessert von der Zeit, aber nicht viel. Aber wir müssen unbedingt zur Tankstelle. Langsam kommen wir an den Punkt, wo ich sage, Tankstelle wäre schon geil. 6,5 Kilometern biegen wir ab und wechseln die Autobahn. Vielleicht haben wir da Glück, auf eine Tankstelle zu treffen. Ist immer der große Tankstellenkrimi. Hier ist eine riesengroße Baustelle, durch die ich fahre. Und ich denke jedes Mal, ey, es kann doch nicht sein, dass permanent gebaut wird. Und dann wird mir immer wieder klar, dass dieses Konzept Straße auch nicht so richtig geil ist, weil anscheinend die Straßendecke so oft und so viel kaputt ist einfach, also oft beschädigt ist, dass ich glaube, das kann doch nicht das Geilste sein, was wir haben. Ist das Asphalt wirklich das Beste in puncto Preis-Leistung, was es so gibt? Es ist auf jeden Fall immer, immer wird gebaut. Wenn die Straße gerade fertig ist, wird ein anderes Teilstück restauriert. Das ist irgendwie komisch. Denn
Ich hatte ja schon mal in meiner Zeit als kleiner Jugendlicher in der 11. Klasse, da habe ich ja mein Pflichtpraktikum, mein zweiwöchiges, es waren nur zwei Wochen, mein zweiwöchiges Pflichtpraktikum habe ich selbstverständlich bei der Samtgemeinde gemacht in Quakenbrück. Also beim Staat, wenn man so will, bei den Beamten. Und habe selbstverständlich mein Praktikum beim Bauamt gemacht. Und da war ich einmal im Außeneinsatz mit dem Bauamt-Dude. Und der hat dann Leute vom Bauhof geholt. Also Bauhof sind quasi die Arbeiterdrohnen, während die Leute im Bauamt eher so die Könige sind, ja? Und die Queens. Und dann sind die Arbeiterdrohnen mit dem Dude und mir auf eine Landstraße gefahren. Und da hat der König-Typ gesagt, yo, Arbeiterdrohnen, da muss noch ein bisschen jetzt Asphalt hin. Und dann haben die Arbeiterdrohnen aus ihrem kleinen Auto Eimer geholt mit so Fertigasphalt. Die haben einfach Fertigasphalt aus dem Eimer geholt und haben einfach in die Löcher, die auf der Straße war, dieses Fertigzeug reingekippt. Und dann meinte er, ja, das hält jetzt ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr, und dann kippen wir da was Neues rein. Und da habe ich für mich schon so gedacht, ey, ich weiß nicht, ey, dieses Konzept Asphalt ist irgendwie nicht so geil. Aber so lief's da. Und so läuft's überall, erzählt mir nichts. So läuft's überall mit den Straßen. Auf jeden Fall. Chat, seid ihr noch da? Falls ihr da seid, Emojis jetzt reinballern. Damit ich weiß, dass ihr noch teilnehmt an dem, was hier passiert. Da kommen Emojis, geil. Tipptopp. Okay, ihr seid geil. Hammergeil. Warte mal, ist meine Ausfahrt gesperrt? Nö, oder? Nee. Okay, ganz komisch. Der Pfeil ist durchgestrichen von der Ausfahrt, aber nicht die Städtenamen. Das heißt, glaube ich, dass nur aufgrund der Baustelle die Ausfahrt sich verändert hat, aber man grundsätzlich noch hinkommt, oder? Oh, das wäre jetzt ganz beschissen. Es mal. Und dann aber schnell tanken. Ja, weil Umleitungen sind immer blöd. Natürlich A, weil es eine Umleitung ist und der Name schon impliziert, dass es nicht der direkte Weg ist, was blöd ist. Aber was mich am meisten nervt bei Umleitungen ist, dass die oftmals so auch Verkehrsprobleme mit sich führen. Die Abfahrt hat geklappt, Leute. Abfahrt hat geklappt. Wir sind jetzt ganz kurz auf der A261, Leute, für 8 Kilometer. Vielleicht für ein paar Autobahnfans. Wer von euch im Chat würde schon sagen, ja, ich persönlich, ich Dörte, ich bin großer Fan von Autobahnen. Und jetzt kannst du deinen Namen da einfügen. Und wenn das so ist, dann einfach mal auch eine 1 im Chat oder so. Ja, Straßen mag ich. Straßen ist schon etwas, das fühle ich. Jetzt sind wir in Niedersachsen. Das war Hamburg. Tschüss Hamburg. Welcome Niedersachsen. 95 Kilometer bis nach Bremen ab diesem Punkt. Wir müssen noch viel weiter. Ich möchte unbedingt tanken. Ich sage es nochmal, ich möchte so gerne tanken. Panik macht sich in meinem kalten Gesicht breit.
Ein bisschen Sprit nur. Ein bisschen Sprit nur, das wäre schön. Tötensinn. Da wohnt, glaube ich, Dieter Bohlen. Zumindest habe ich das mal aufgeschnappt. Ich weiß auch nicht, ob das stimmt oder ob das nur ein Urban Myth ist. Da bin ich auf jeden Fall gerade. 4,6 Kilometer noch. Es wird immer schlechteres Wetter. Aber es ist immer noch sehr hell, deswegen trage ich die Sonnenbrille. Und ich bilde mir auch ein, dass ich mit dieser Brille so schön scharf gucken kann. Jetzt aber auch nicht, warum ich mir das einbilde. Wahrscheinlich fühle ich mich einfach wie so ein Superheld. Der Apfelkuchen war nicht schlecht, Leute. Dann wird wieder abgefahren. In Hamburg tanken sollen, fällt mir gerade auf. Ne? Das ist eigentlich auch nicht so das Schlauste. Das war nicht mein schlauster Move. Denn jeder weiß, an Autobahnen ist Sprit immer noch mal ein kleines bisschen teurer. Aber dann tanke ich nur so viel, dass ich nach Quakenburg komme und dann tanke ich morgen in Quakenburg. Das ist, glaube ich, besser. Das war wirklich nicht so unglaublich klug. KLUK-Move von mir mal wieder. Naja, gut. Ich tanke immer für einen Zehner, dann passt das. Sind wir jetzt auch, wenn ich das richtig verstehe, sind wir jetzt auch auf der sehr beliebten und allseits gern befahrenen und auch absolut sehr bekannten und berühmten, berüchtigten Autobahn 1. Herzlich willkommen, Chat. Schön, dass ihr dabei seid. Wir fahren gemeinsam gerade auf der Autobahn 1 in Germany. Und ich sehe, vor mir ist ein Autohof ausgeschrieben. Und das könnte meine Lösung sein für mein Geldproblem, dass ich sage, an der Autobahn ist alles zu teuer. Ich könnte am Autohof tanken. Das macht es auf jeden Fall zumindest ein bisschen günstiger als an der Autobahn direkt. Chat, falls ihr auch sagt, Autohof ist eine gute Idee, dann alle mal Emojis reinballern, weil ich kann nicht eure Antworten lesen. Ich kann nur quasi wahrnehmen, wenn da was zuppelt und wenn ihr auch sagt, yo, Autohof, tut. Jetzt habe ich den Autohof, aber es ist hier. Ich weiß nicht, ob es hier war. Nee, hier war es nicht, oder? Ist es hier gewesen? Ist hier ein Autohof?
Auto hoch. Doch, hier ist ein Auto hoch. Okay. Gewerbegebiet. Das ist der Autohof. Autohof Heuer bin ich jetzt. Kostet Diesel. Kann ich noch nicht sehen. Autohof Heuer. Sehr viele LKW. Diesel kostet 1,99 Euro, glaube ich. 1,99 Euro. Ja. Preis der Tanken bei Autohof Heuer. Okay. Alter, die haben aber auch Future Power Diesel. Die haben gerade Werbung gemacht für Future Power Diesel. Der Name klingt, als hätte ihn sich Michael Reinke überlegt. Das ist ja ein Hammername für Diesel. Future Power Diesel. Das machen wir jetzt, Leute. Kobi, du geile Sau, Katha, dankeschön. Wen raiden wir denn? Ihr könnt euch schon überlegen, wen wir raiden. Gibt es da gerade jemanden, wo wir quasi euch alle treuhänderisch abgeben können, damit es dann später zum Kongstar Gaming Day geht, um 17 Uhr? Ich halte euch da erstmal so einen Diesel rein jetzt. Mhm. Ey, ich muss euch das zeigen. Die haben wirklich Future Power Diesel, das gibt's doch nicht. Ich zeige euch das jetzt. Nicht machen. Future Power Diesel kann ich nicht machen. Alter, Future Power Diesel. Mega. Okay, ich würde sagen, wir raiden. Reckenli, kannst du das machen oder Claire? Dann raiden wir jetzt einfach mal. Komm, raiden wir mal Gnu, weil die hätte nämlich teilnehmen wollen. Die konnte jetzt ja nicht. Und hat Simon erzählt, dann raiden wir doch einfach mal Gnu. Einfach nur, weil es fair ist, finde ich. Okay, that's fair. Dankeschön fürs Zuschauen. Danke an GTÜ nochmal. Ne? Hier, wir haben bald die HO mit diesem Auto. Da freue ich mich schon sehr drauf. Keine Kapriolen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Dragon Lear kann das machen. Ich weiß nicht, ist Dragon Lear da? Ja, das läuft schon. Dann bitte ein bisschen Stress machen bei GNU, dass alle merken, ey, die Krogmann-Armee ist nice. Das sind gute Leute. Grüßt sie bitte. Und dann wünsche ich euch später ab 17 Uhr viel Spaß beim Kongstar Gaming Day. Ich werde jetzt weiter nach Quakenbrück fahren, weil da heute Abend getrommelt wird. Drückt mir bitte die Daumen, dass ich gut durchkomme. Darüber würde ich mich auch freuen. Ich bin jetzt schon bei 83 Euro mit einem normalen Diesel, nur dass ihr Bescheid wisst. Ja, und das ist, glaube ich, alles, was ich jetzt...